Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Edwin Kreutzer, ich bin Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und wir veranstalten ja nun zweimal jährlich, so haben wir uns das vorgenommen, eine Diskussionsrunde für Themen, die sowohl für die Akademie als auch für Schleswig-Holstein und vor allem für das Ministerium von Bedeutung sind. Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Prien, lieber Herr Brenzel, lieber Herr Rösler, meine Damen und Herren, Bildungsthemen sind in der Politik in den letzten Monaten von den Diskussionen um den Klimaschutz in den Hintergrund gedrängt worden. Das haben wir alle wahrgenommen. Das will ich hier nicht bedauern, aber es ist nun eine Frage auch natürlich der Bedeutung, die uns alle natürlich bewegt. Und trotzdem erlaube ich mir, dass Bildungsfragen ebenfalls zu den ganz großen Themen, die von Bedeutung sind, nicht nur für den Nachwuchs, sondern eigentlich für die gesamte Gesellschaft. Investitionen für mehr Bildung in Kitas, in Schulen und Universitäten lohnen sich. Das ist eine Binsenweisheit, werden Sie sagen, eine Erkenntnis, die nicht neu ist. Das ist auch richtig so, aber sie kann aus meiner Sicht auch nicht oft genug wiederholt werden. Ich will hier Ulf Poschardt zitieren, Chefredakteur der Welt. Er hat in einem Kommentar am Samstag, den 5. Oktober, also neulich, geschrieben: Wir betreten das Zeitalter des Wissens und der Kreativität. Und die einzige Form, auch künftig Menschen in Freiheit souverän agieren zu lassen, ist ihre Mündigkeit gegen den Trend moralischer und technologischer Entmündigung. Nur Bildung macht Menschen mutig und zuversichtlich. Und nur mutige Menschen sind in der Lage, unerschrocken und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie also sehr herzlich zur heutigen Veranstaltung. Der Titel steht hier nochmal: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Kann Lernen gelingen? Wie können die Herausforderungen der Digitalisierung bewältigt werden? Neue Erkenntnisse aus der Bildungsforschung. Ein langer Titel, aber er umfasst und er ist eine Klammer um das, was wir heute diskutieren wollen. Und mit diesem Beitrag heute wollen wir auch einen Beitrag zur Bildungsdiskussion leisten. Dies ist, wie ich vorher schon andeutete, die dritte Veranstaltung, die die Akademie der Wissenschaft in Hamburg mit dem Wissenschaftsministerium des Landes Schleswig-Holstein ausrichtet. Und es ist uns eine sehr große Freude, dass Sie, liebe Frau Prien, auch heute wiederum mit dabei sind, auch das Podium mitgestalten werden. Und Sie sind ja nicht nur für das Ressort Wissenschaft, sondern eben auch für das Ressort Bildung in der Landesregierung verantwortlich. Ich nehme Bezug auf unseren Einladungstext. Dort steht: Mit G8 oder G9, Zentralabitur ja oder nein, Taschenrechner ja oder nein, größere oder kleinere Klassen, ausgebildete Lehrende oder Quereinsteiger. Es gibt also eine lange Liste von Themen, über die sich lohnt, mit Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern zu diskutieren. Aber vor allem auch in den 16 Bundesländern wird mit Hingabe darüber gestritten. Was kann Wissenschaft zu den Themen beitragen? Gibt es anwendbare Ergebnisse? Flossen sie in die praktische Bildungspolitik ein? Und wie sollen die Herausforderungen der Digitalisierung bewältigt werden? Hierbei sind die Lehrerbildungseinrichtungen genauso gefordert, wie ich meine, wie die Lehrenden, die neue Inhalte vermitteln sollen. Was sollen Lehrer lehren? Was sollen die Studierenden, die Lehrer werden wollen, lernen? Das sind einige der Fragen, auf die wir heute eingehen wollen und für die wir auch Antworten präsentieren wollen. Um tragfähige Antworten zu finden, bedarf es des ehrlichen Gesprächs zwischen unterschiedlichen Disziplinen und Professionen. Interdisziplinarität ist heute Abend sehr gut gesichert auch und Interdisziplinarität ist auch das Stichwort, mit dem ich Ihnen kurz die Akademie der Wissenschaften in Hamburg vorstellen möchte. Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg, ihr gehören renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus Norddeutschland, also Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und auch Bremen an. Arbeitsgruppen sind das Kernstück unserer Akademie und bauen tragfähige Brücken zwischen den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen Institutionen in Norddeutschland und sorgen für den wissenschaftlichen Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und zu relevanten Themen, die uns alle angehen. Die Arbeitsgruppen sind auch in der Regel immer sehr interdisziplinär zusammengesetzt. Das heißt also auch, dort werden die Themen eben nicht aus einer Warte, sondern aus den verschiedenen Perspektiven diskutiert. Über ihre Erkenntnisse informieren die Kolleginnen und Kollegen aus den Arbeitsgruppen auch durch Stellungnahmen. So finden sie auch durchaus Beachtung, internationale Beachtung. Beispielsweise eine Stellungnahme ist von besonderer Bedeutung zur frühkindlichen Bildung und zur Antibiotikaforschung, die in den nationalen oder auch internationalen Diskurs auf die Ebene des G20-Gipfels zum Beispiel einbezogen worden ist. Zusätzlich zu den Arbeitsgruppen hat die Akademie derzeit 4 sogenannte Langzeitvorhaben, die alle den geisteswissenschaftlichen Themen gewidmet sind, wie es dort im Regelfall in dem Akademienprogramm ja, auch gehandhabt wird. Beispielsweise haben wir eine Arbeitsgruppe oder ein Langzeitvorhaben zu den sogenannten indigenen nordeurasischen Sprachen, zur Schriftkultur des christlichen Äthiopiens oder der Erarbeitung eines Wörterbuchs der Gebärdensprache. Eine sehr moderne Fragestellung in den Geisteswissenschaften. Mit diesen Langzeitvorhaben tragen wir die Akademien dazu bei, das kulturelle Erbe der Menschheit und nicht nur des deutschen kulturellen Erbes zu bewahren, für die aktuelle Diskussion zu erschließen und vor allem natürlich auch zu vergegenwärtigen. So leistet die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ihren Beitrag, um wissenschaftliche Erkenntnisse auch transdisziplinär aus der Perspektive transdisziplinärer Forschung zu bewerten und neues Wissen zu generieren. Mit Ihnen, meine Damen und Herren, suchen wir das Gespräch, weil wir weitere Entwicklungen unserer Gesellschaft auch öffnen wollen für Fragen, die wir auch heute diskutieren, einen ergebnisoffenen Diskurs betreiben wollen, über Ziele und mögliche Wege braucht die Wissenschaft eben auch solche Diskussionen wie die heutigen. Die Akademie der Wissenschaften und Akademien ganz allgemein kann natürlich, weil sie nur dem Erkenntnisinteresse verpflichtet ist, als eine ehrliche Maklerin zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen auftreten und auch fungieren. Und so verstehen wir uns auch als Wissenschaftsakademie in dieser Form und dieser Diskussion eigentlich einen Beitrag zu leisten. Wir, das sind ca. 130 renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem norddeutschen Raum. Ihnen allen, namentlich Ihnen, liebe Frau Brien und den Herrn Professoren Prenzl und Rösler, danke ich sehr herzlich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und dieses Gespräch mit uns und mit Ihnen führen wollen. Sie, meine Damen und Herren, lade ich schon jetzt ein, sich an der Diskussion nach den Beiträgen der Experten heute Abend auch aktiv zu beteiligen. Ich wünsche Ihnen und uns natürlich eine anregende Diskussion und einen, hoffe ich, auch ertragreichen Abend und übergebe an die Moderatorin des heutigen Abends, Frau Angela Grosse, die ich hiermit ebenfalls sehr herzlich begrüße. Bitte sehr und Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Professor Kreutzer. Ein herzliches Willkommen auch meinerseits. Ich freue mich in der Tat auf einen inspirierenden Abend mit Ihnen, denn das Thema hat ja viele Möglichkeiten, sich ihm zu nähern. Bevor wir zu den Beiträgen kommen, möchte ich Ihnen kurz die Akteure des heutigen Abends vorstellen und ich beginne mit Frau Ministerin Prien, die Ihnen natürlich allen eigentlich vertraut ist. Sie verantwortet seit dem 28. Juni 2017 das Ressort Bildung, Wissenschaft und Kultur, Herr Professor Kreutzer sprach es gerade an, in der schleswig-holsteinischen Landesregierung und startete ihren Weg in den Norden, relativ weit im Süden, nämlich in den Niederlanden, wo sie auch zunächst aufwuchs. Dann ging es nach Rheinland-Pfalz, dort machte sie 1984 Abitur in NRW, konkret in Bonn, studierte sie Rechts- und Politikwissenschaften und arbeitete dann von 1986 bis 1989 als studentische Mitarbeiterin
des Pressesprechers des Bundespräsidenten Richards von Weizsäcker. Und ich vermute, da wurde auch Ihre Neugier für die Politik geweckt. Vor 30 Jahren, also im Jahr des Mauerfalls, legte sie ihr erstes Staatsexamen an der Universität Bonn ab. Dann ging es zum Postgraduiertenstudium nach Amsterdam. Sie legte es mit der internationalen Anerkanntenprüfung LLM an. Ich könnte jetzt fragen, wer das weiß. Das ist Lehrerin der Rechte. 1994 folgte das zweite Staatsexamen in Celle. Seitdem ist die Juristin Rechtsanwältin für Wirtschaft und Insolvenzrecht. Vielleicht auch keine schlechte Voraussetzung für Politik. Seit 2008 zudem Fachanwältin für Gesellschaft und Handelsrecht. Und seit 2011 auch Mediatorin. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Qualifikation für Politik. 2011, im gleichen Jahr, begann sie dann auch ihre Karriere in derselben, die in Hamburg gut beobachtbar war, weil sie eine zu denjenigen zählte, die immer in Funk und Medien war und zur Diskussion beitrug. Also diskussionsstark ist sie garantiert. 2017 zog sie in den hohen Norden, also eben nach Schleswig-Holstein. Und hier reist sie viel herum, um die Situation an den Schulen, noch an den Hochschulen konkret zu erforschen und zu erfragen und auch mit kreativen Projekten zu bereichern. Eines fand ich, das möchte ich Ihnen doch noch erzählen. Es wird auf Betreiben der Ministerin zwei Pilotschulen in Kiel und Plön nach den Herbstferien auch Unterricht auf Türkisch anbieten. Natürlich seien gute Deutschkenntnisse unabdingbar, die Voraussetzung für einen erfolgreichen Schulabschluss und Berufseinstieg, aber im Zeitalter der Globalisierung sei Zweisprachigkeit eben auch ein Geschenk. Und das sollte man nutzen. Wir sind gespannt, Frau Ministerin, darauf mehr zu erfahren, was Sie noch für kreative Projekte so vor sich haben und planen. Herzlich willkommen. Ja, genau, klatschen dürfen Sie natürlich. Daran wollte ich Sie nicht hindern. Ein herzliches Willkommen auch Herrn Professor Dr. Martin Prenzel, der vielen unter Ihnen wahrscheinlich noch vertraut sein wird, auch wenn er schon ein paar Tage wieder von hier weg ist. Wirkte der in Bayern geborene Pädagoge, der auch Psychologe und Soziologe ist, noch 12 Jahre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 9 Jahre davon war er zugleich Geschäftsführer des Leibniz-Instituts für Pädagogik in den Naturwissenschaften und der Mathematik, kurz IPN. Das hat einen großen Einfluss auf die Schul- und Bildungslandschaft in Deutschland gehabt und hat es immer noch. Ein Stichwort nur ist PISA. Seit 2000 war Professor Prenzel Mitglied des nationalen PISA-Konsortiums. 2003 und 2006 wirkte als nationaler Projektmanager und vor allen Dingen als unermüdlicher Erklärer der Ergebnisse. Ich habe ihn damals noch gut in Erinnerung, ich war damals Journalistin beim Hamburger Abendblatt und durfte mir mehrfach seine Vorträge anhören, die mich sehr geprägt haben. 2009 kehrte er zurück nach München, wo er seine wissenschaftliche Karriere einst begann. Hier schloss er nämlich 1976 das Studium der Pädagogik mit den Nebenfächern Psychologie und Soziologie an der LMU ab. 1980 wurde er mit den gleichen Fächerkombinationen promoviert und 1987 habilitiert in Psychologie. Nach 10 Jahren Süden ging er in den Norden und nach 12 Jahren Norden in den Süden. Jetzt ist er gegenwärtig, im Ruhestand heißt das, ne? Professor für empirische Bildungsforschung an der Universität in Wien. Als geschäftsführender Direktor haben Sie zwischendurch an der Technischen Universität München Ihre Forschung fortgesetzt. Sie hatten eine zentrale Professur Ihres Faches, nämlich die Sonne-Klatten-Stiftungsprofessur für empirische Bildungsforschung der School of Education inne, deren Gründungsdekan Sie zugleich waren. Für seine wissenschaftlichen Leistungen wurde Professor Prenzel mehrfach geehrt. So ist er Mitglied der Technikakademie der Wissenschaften, ACATEC, Ehrendoktor der Leuphania-Universität in Lüneburg. Anfang 2011 wurde er in den Wissenschaftsrat berufen. Von 2014 bis 2017 war er Vorsitzender des wichtigsten wissenschaftspolitischen Beratungsgremiums in Deutschland. Unter seinem Vorsitz legte der Wissenschaftsrat 2015 das Positionspapier Große gesellschaftliche Herausforderung vor, in dem es heißt, Wissen zu ökologischen, technologischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen Aspekten eines Transformationsprozesses gilt es zusammenzuführen bzw. flexibel neu zu kombinieren. Klingt wie eine inspirierende Quelle des heutigen Abends. Herzlich willkommen, Herr Professor. Ein herzliches Willkommen auch Herrn Professor Frank Rösler. Er kehrt übrigens, wie schon Herr Professor Prenzel, mal wieder zurück an die Stätte eines seines Wirkens.
Er ist zwar seit 2013 Senior Professor und war zwischendurch auch im Süden, aber er promovierte 1976 an der Universität Kiel und wurde dort 1983 habilitiert. Irgendwie hat Kiel eine große Anziehungskraft auf Bildungsforschung, habe ich gemerkt, als ich mich heute vorbereitet habe. Zwischendurch war er auch zu Forschungsaufenthalten in Kanada, Australien und in den USA. 1986 wurde er auf den Lehrstuhl für allgemeine und biologische Psychologie der Philipps-Universität in Marburg berufen, wo er bis zu seiner Pensionierung 2013 tätig war. Zugleich wirkte er an mehreren Universitäten und Wissenschaftskollegen. Professor Rösler zählt zu den Pionieren der kognitiven Neurowissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte sind die biologischen Grundlagen von Gedächtnis, Sprache, Plastizität des Gehirns und kognitive Prozesse wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Entscheidungsfindung oder auch Handlungskontrolle. Man könnte glauben, er könnte ein Lexikon dazu schreiben. Mehrfach wurde er für seine hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen ausgezeichnet, etwa mit der Wilhelm-Wundt-Medaille der Deutschen Gesellschaft für Psychologie oder dem Max-Planck-Forschungspreis für internationale Kooperation. Er wurde zum Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Akademie der Wissenschaften ernannt, wo er lange Zeit als Vizepräsident wirkte. Für sein Lebenswerk ehrte ihn die Deutsche Gesellschaft für Psychologie 2012. Es sei, so die in der Laudatio, ein herausragender Vertreter der Psychophysiologie und neurowissenschaftlichen Forschung. Seine Arbeiten in den Bereichen Gedächtnis und Sprachpsychologie haben den interdisziplinären Diskurs angeregt und angewandte Forschung nachhaltig befruchtet, national wie vor allem auch international. Herzlich willkommen, Herr Professor Rösler. Und jetzt, Frau Ministerin, haben Sie das Wort, bevor alle anderen reden dürfen. Bitte schön. Ja, liebe Frau Grosse, vielen Dank für die nette Einleitung und Vorstellung. Sehr geehrter Herr Professor Kreuzer, sehr geehrter Herr Professor Rösler, sehr geehrter Herr Professor Prenzel, meine Damen und Herren, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr? Fragezeichen. Denn das ist ja eine alte Volksweisheit, aber ob wir die so stehen lassen können, dazu werden wir ja heute noch ein bisschen etwas hören. Wenn es so gemeint ist, dass die frühkindliche Bildung eine herausragende Bedeutung hat, dann würde man sich dem wahrscheinlich annähern können, aber ansonsten müssen wir das, glaube ich, nochmal hinterfragen. Politisch jedenfalls ist das ein Denken, das wir nicht nur in Schleswig-Holstein nicht teilen. Also wir versuchen ja nicht früh den Stab über die Entwicklung eines jungen Menschen zu brechen. Das können wir uns nicht leisten, das wollen wir uns nicht leisten. Wir fördern Hans, auch wenn Hänschen etwas nicht gelernt hat, und wir geben auch Hänschen die besten Startbedingungen, damit er erfolgreich lernen kann. Wo waren die Probleme bei Hänschen? Warum hat er in der Schule nicht lernen können, nicht gut lernen können, während Anna in Mathe glänzte und Paul eine 1 in Englisch hatte? Wie können wir Hänschen helfen, damit er erfolgreich lernt, als Kind und später auch als Erwachsener? Immer mehr lebensbegleitendes Lernen. Das sind Fragen, denen wir uns widmen müssen. Wenn wir unsere gesellschaftliche Zukunft auch im Hinblick auf die Digitalisierung erfolgreich gestalten wollen, dann müssen wir nicht nur Anna und Paul, sondern auch Hans und allen anderen Kindern die Chance auf eine ausgezeichnete Bildung bieten. Jede Bürgerin, jeder Bürger muss Möglichkeiten der Teilhabe und Mitgestaltung für sich, sein Leben und auch für unsere Gesellschaft erkennen können. Damit bekämpfen wir natürlich zum einen den Fachkräftemangel, der uns wirklich inzwischen quält, also auch in einem Land wie Schleswig-Holstein richtig quält, sondern es geht auch um die Frage, wie wahren wir eigentlich unseren gesellschaftlichen Frieden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb ist Bildungsgerechtigkeit ein so zentraler Wert für unsere Zukunft, und ich würde Ihre Einschätzung, dass das Thema Bildungspolitik jetzt in den letzten Monaten ein bisschen zu Unrecht in den Hintergrund getreten ist, unbedingt teilen. Und ich glaube auch, dass all die großen Menschheitsfragen, die wir zu lösen, uns auf den Weg gemacht haben und noch machen müssen, ohne eine vernünftige Bildungspolitik gar nicht zu lösen sind. Insofern sind wir bei einem zentralen Thema, übrigens auch bei einem zentralen Thema der Gerechtigkeitsfrage, die ja von allen Seiten immer gerne aufgeworfen wird. Aber wenn Sie mich fragen, dann ist Bildungsgerechtigkeit sozusagen der Kern auch
der sozialen Gerechtigkeit. Und die Bildungsforschung ist in diesem Kontext, hat in diesem Kontext eine wichtige Aufgabe, übrigens eine aus meiner Sicht unterschätzte Aufgabe, aber dazu werden wir vielleicht noch sprechen heute Abend. Sie vermehrt seit Jahrzehnten unser Wissen, liefert uns Erkenntnisse darüber, zum Beispiel, wo wir im internationalen Vergleich stehen. Sie liefert uns aber auch Hinweise darauf, was wir tun müssen, was wir besser machen müssen, um Bildungsgerechtigkeit zu erhöhen. Ob das dann so ausreicht, an dem wir so forschen in Deutschland in der Bildungsforschung, das ist auch etwas, über das wir sprechen müssen. Ob wir gezielt genug forschen, ist für mich auch eine hochinteressante Frage. Jedenfalls bin ich froh, mit Ihnen heute über neue Erkenntnisse aus der Bildungsforschung zu sprechen. Wie lernen Kinder im digitalen Zeitalter? Bringt übrigens die Digitalisierung überhaupt irgendeinen Mehrwert? Wir haben Frau Wahnriefer-Heuer, die Abteilungsleiterin bei uns im Hause, die zuständig ist für die Verhandlungen des Digitalpaktes mit den Kommunen. Monatelang haben wir daran jetzt gearbeitet und dann sind wir zu einem Ergebnis gekommen. Aber die Frage, wird uns das eigentlich einen Mehrwert bringen, die müssen wir wohl noch beantworten. Die Frage ist, wie kann schulisches Lernen insgesamt besser gelingen? Wir werden diese Woche wieder Ergebnis IQB-Bildungstrends bekommen. Das wird wieder eine wilde Diskussion in der Republik auslösen. Auch da werden sich diese Fragen wieder stellen. Und wie kann es gelingen, dass wir tatsächlich zu mehr Bildungsgerechtigkeit kommen, auch und gerade im Kontext von Schülerinnen und Schülern, die in Gegenden, in Stadtteilen aufwachsen, in denen die Bedingungen, sagen wir, nicht optimal sind. Auf diese Fragen oder manche dieser Fragen werden wir vielleicht gleich von Herrn Professor Rösler und Herrn Professor Prenzel Ansätze oder Antworten hören. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Antworten erhalten und dass wir vor allem auch, dass es besser gelingt, die Antworten, die wir in der Bildungsforschung erhalten, dass wir die auch besser und effektiver umsetzen in die Bildungsverwaltung und vor allem natürlich in die Schule, wo sie am Ende ankommen müssten. Ich danke Ihnen, Herr Professor Kreuzer, sehr, dass wir hatten ja darüber gesprochen, welche Themen für uns gemeinsam von besonderer Relevanz sind. Ich glaube, dass das extrem wichtige Themen sind, wo wir auch eine riesige Chance haben, in einem sehr engen Zusammenspiel zwischen Bildungsforschung, Bildungspolitik, Bildungsverwaltung und dann eben Schule und Lehrkräften wirklich zu auch praktischen Ergebnissen zu kommen und wo auch die Beratung der Politik durch die Wissenschaft von hoher Relevanz sein könnte und aus meiner Sicht auch sein sollte. Es gibt kein anderes Feld in der empirisch ausgerichteten Sozialforschung in Deutschland, in dem in den letzten 20 Jahren ein derartigen Aufschwung genommen hat, wie die empirische Bildungsforschung. Die Schulleistungsforschung, darüber haben wir eben schon etwas gehört, hat durch die Leistungsvergleichsstudien, Stichwort PISA, auf internationaler und nationaler Ebene erheblich zugenommen und unser Wissen in diesen Bereichen deutlich verbessert. Studien wie PISA, TIMSS, IGLU liefern uns gesicherte Befunde über den Status und die Entwicklung unseres Bildungssystems. Dadurch dienen sie uns als Entscheidungsgrundlage auch für notwendige Reformschritte. Aber, das muss an dieser Stelle auch gesagt werden, die Vergleichsstudien können uns nur Trends zeigen. Sie können uns aber noch nicht erklären, wie diese Trends zustande kommen. Auch das werden wir in dieser Woche wieder erfahren. Ich darf das nicht vorwegnehmen, aber die Ergebnisse werden viele Fragen aufwerfen. Und wenn man dann die Bildungsforscher fragt, dann gibt es ehrlich gesagt wenig überzeugende Antworten dafür, warum die Ergebnisse so sind, wie sie nun mal sind. Der Transfer in Handlungs- und Steuerungswissen, das ist die Frage, funktioniert leider aus meiner Sicht nicht hinreichend. Weder Lernstandserhebungen noch Vergleichsstudien helfen uns in Deutschland bisher in genügendem Ausmaße, um die notwendigen Schlussfolgerungen für den Unterricht zu gewinnen. Wir haben erste Ansätze, Herr Professor Prenzel, ja mit der Clearingstelle in München, aber ich finde, daraus könnten wir viel mehr machen. Wir bräuchten im Grunde ähnlich wie einige skandinavische Länder eine umfassende Clearingstelle für Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung.
damit wir aus dem, was in Deutschland dankenswerterweise geforscht wird, mehr Umsetzung in die Schulpolitik erreichen. Und wenn es nach mir geht, bitte möglichst ideologiefrei. Das ist zwar immer schwierig in der Bildungspolitik, aber es ist heute möglicher, als es noch vor 10, 15, 20 Jahren gewesen ist. Jedenfalls ist das meine Erfahrung, wenn ich habe ja vorhin erzählt, dass die KMK diese Woche wieder auch über solche Themen tagen wird. Da geht es nicht mehr um die Frage, kommt man aus einem SPD- oder aus einem CDU-regierten Land. Da gibt es ganz andere Linien inzwischen, die da laufen. Also wenn wir bildungspolitische Maßnahmen in Zukunft noch effizienter umsetzen wollen, brauchen wir diesen Transfer in Handlungs- und Steuerungswissen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das vielleicht auf den ersten Blick etwas merkwürdig anmutet, aber ich war gerade in Israel zu einer Delegationsreise und eine der Leitfragen, die ich nach Israel mitgenommen habe, war die Frage, wie schafft man es eigentlich, junge Leute zu begeistern, in einer Start-up-Nation ganz vorne mit dabei zu sein? Wie schafft man das, junge Leute zu faszinieren für naturwissenschaftliche Fächer? Denn das ist ja etwas, an dem wir immer noch nicht wirklich erfolgreich arbeiten. Und die ernüchternde Erkenntnis war übrigens, das hat in Israel einen ganz relativ leicht zu beschreibenden Grund. Das ist nämlich die Armee, das ist die Wehrpflicht, das ist der Umstand, dass Mädchen 2 Jahre und Jungs 3 Jahre in der alle Mädchen, alle Jungs 2 bzw. 3 Jahre in der Armee dienen und dass man eine besonders spannende und oft auch lebensrettende Laufbahn dann durchlaufen kann, wenn man naturwissenschaftliche Fächer beherrscht, weil man dann natürlich in Einheiten eingesetzt wird, die sich mit Cyberwar und solchen Themen beschäftigen und nicht in eine Kampfeinheit kommt. Das ist eine, ja, das klingt, ich will das nicht zum, sozusagen, will Ihnen jetzt nicht erzählen, das sei ein geeigneter Steuerungsmechanismus für uns in Deutschland. Ich will Ihnen nur erklären, wie das zustande kommt. Warum so viele junge Leute in Israel sich für Naturwissenschaften begeistern. Dann gibt es noch viele andere Gründe, weil das Militär insgesamt eine hoch akzeptierte Institution ist und aus dem Militär grob viele Ausgründungen für Startups erfolgen und so weiter, viele Förderprogramme, gibt es noch andere Dinge. Aber in einer israelischen Eliteeinheit mit naturwissenschaftlichen Schwerpunkt zu dienen, ist in Israel sexy und deshalb machen es so viele junge Mädchen und Jungs. Und dann gibt es aber noch andere Themen, zum Beispiel die Stadt Tel Aviv unterrichtet inzwischen Naturwissenschaften nur noch in Laboren, in einer großen Labor, wo alle, die naturwissenschaftliche Interesse haben, hinkommen und nur von Wissenschaftlern unterrichtet werden mit einer pädagogisch-didaktischen Zusatzausbildung. Also man kann da schon interessante Dinge lernen. Will ich aber jetzt nicht weiter darüber erzählen, sondern die Frage war ja für uns oder wäre für uns, wie schaffen wir es denn, wenn wir den Anreiz über die Wehrpflicht in dieser Form jedenfalls nicht haben, wie kann es uns gelingen, eine entsprechende Faszination für die Forschung und das forschende Lernen zu entwickeln? Denn auch das ist ein Thema, an dem wir immer noch nicht so erfolgreich arbeiten, wie wir uns das wünschen. Auch hier müssen Wissenschaft und Politik gemeinsam Ideen erarbeiten, um die richtigen Konsequenzen auch aus den vergleichenden Schulleistungsstudien und den Ergebnissen der Bildungsforschung zu ziehen. Nun ist das nicht so, dass wir das nicht machen. Frau Professor Parchmann ist hier, darüber reden wir ja ständig und wir tun ja auch eine ganze Menge, um das zu erreichen. Aber den ganz großen Hebel haben wir an dieser Stelle immer noch nicht für uns in Deutschland, in Schleswig-Holstein gefunden. Die Digitalisierung, meine Damen und Herren, erfordert natürlich ein hohes Maß an technisch-mathematischem Wissen, klar, aber, das will ich auch betonen, sie erfordert auch ein hohes Maß an gesellschaftlich-sozialen Kompetenzen und an kultureller Bildung. Das ist mir immer wichtig, weil wir gerne immer sehr intensiv über MINT-Fächer sprechen und das andere dann manchmal ein bisschen aus dem Blick verlieren. Was will ich damit sagen und warum sage ich das? Kunst, Musik, politische Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, all das sind wichtige Themenbereiche, die auch in Zukunft einen wesentlichen Bestandteil unseres Bildungskanons darstellen werden. Vor diesem Hintergrund freue ich mich besonders, und das will ich Ihnen dann schon zumindest berichten, dass die Christian-Albrechts-Universität ihre Forschungswerkstätten für Schülerinnen und Schüler ausbaut und mit 11 verschiedenen Werkstätten ein sehr breites Themenfeld hat.
neben den bereits bestehenden, länger bestehenden naturwissenschaftlich ausgerichteten Werkstätten wie dem Energielabor, dem Ozeanlabor, das kennen viele von Ihnen, gibt es auch Werkstätten, das finde ich sehr erfreulich, die sich mit geisteswissenschaftlichen und geschichtlichen Themen beschäftigen, zum Beispiel das Sprachwerk oder das Zeitwerk. Und wir sind jetzt gerade gemeinsam ja dabei, das Demokratiewerk zu entwickeln, um auch in diesem Bereich ein Schülerlabor zu entwickeln. Wir sind mal gespannt, ob uns das spannend gelingen kann. Und wir sind übrigens, haben uns auch entschieden, uns auch mal international an einer Vergleichsstudie zu beteiligen, die die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in diesem Bereich der Civic Studies misst, weil wir auch da glauben, dass wir in Deutschland bisher uns zu sehr damit zufrieden geben, dass wir das schon alles ganz toll machen, aber eben nicht messen. Ob wir damit auch tatsächlich Erfolg haben. Dann gibt es noch eine weitere Lernwerkstatt, chinesische und arabische Sprache. Auch das, glaube ich, ist eine wichtige Möglichkeit, Zugänge zu eröffnen. Ja, warum macht man das in den Forschungswerkstätten? Ja, wir machen das, weil wir gerne Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Lehramtsstudierende und Wissenschaftler zusammenführen wollen. Wir wollen, dass die Arbeit in den Werkstätten Impulse zum forschenden Lernen bringen und damit über den Schulalltag hinaus Motivation schafft und Begeisterung schafft für forschendes Lernen, auch weit über die Schullaufbahn hinaus. Und zwar bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Lehrkräften. Müssen wir auch drüber nachdenken, wie machen wir das eigentlich mit naturwissenschaftlichen Lehrkräften, die irgendwann mal ein Studium beendet haben und die dann ihr Leben lang irgendwie unterrichten? Was können wir denen eigentlich bieten, damit sie auch ihre Begeisterung und auch ihre Kenntnisse für die Forschungsergebnisse ihrer Disziplinen immer wieder auffrischen können? Auch da in Israel wahnsinnig interessant, was das Weizmann-Institut in der Zusammenarbeit zwischen Grundlagenforschung und Lehrkräften auf die Beine kriegt. Zum Beispiel eine App, auch das will ich Ihnen erzählen, weil mich das total fasziniert hat. Eine App haben die entwickelt, um Lehrkräfte und Forschende miteinander in Kontakt zu bringen und die Möglichkeit, dass Forschende dann in die Schulen gehen oder und zwar übrigens dann nicht nur in Person, sondern natürlich auch online, das ist klar, um da eben Kontakte herzustellen. Faszinierend einfach, aber auch etwas, was wir überlegen, ob wir das für Schleswig-Holstein nicht umsetzen können. Ja, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das wollen wir so nicht stehen lassen. Dafür wollen wir auch gemeinsam Voraussetzungen schaffen. Ich freue mich jetzt auf Ihren Input und auf die Diskussion im Anschluss und hoffe, dass wir heute vielleicht ein bisschen weiterkommen in der Frage, wie schaffen wir es, mehr Handlungs- und Steuerungswissen für die Bildungsverwaltung aus der empirischen Bildungsforschung zu gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich fand das sehr anregend. Ja, in der Tat, wir können das mit der Wehrpflicht nicht übernehmen, aber vieles andere scheint ja doch übernehmbar zu sein. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, und viele von Ihnen werden das auch wissen, wenn man einmal einen begeisterten Forscher getroffen hat, egal welcher Disziplin, ist das wie eine Infektion. Und das muss man einfach hinkriegen, diese Infektion. Herr Professor Rösler, der Netzphilosoph Kevin Kelly hat errechnet, dass Jahr für Jahr 2 Millionen neue Bücher, 16 Millionen neue Filme auf den Markt kommen, aber das ist ja gar nichts, gegen mehr als 30 Milliarden Blogbeiträgen und mehr als 180 Milliarden Tweets. Nicht alle werden so bekannt wie die von Trump. Alleine diese schiere Menge an Informationen, die sich dahinter verbergen könnte, stellt ja eine riesen Herausforderung, nicht nur für uns dar, sondern natürlich auch für die heranwachsende Generation und für die Frage, wie lernen Kinder im digitalen Zeitalter, sodass sie, Professor Kreuzer sprach es an, selbstbestimmt und kompetent entscheiden können und mit all dieser Welt umgehen können. Sie sind nun Experte in diesen ganzen Fragen des Lernens und ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Es ist Ihr Platz. Ja, vielen Dank, liebe Frau Grosse, auch für die freundlichen Worte am Anfang mit meiner Vorstellung. Sie haben gehört, ich bin
biologischer Psychologe, beschäftige mich also ein bisschen mehr mit Grundlagen, aber ich will auch den Kick zu dieser Anwendung jetzt versuchen herzustellen. Sehr geehrte Frau Ministerin, lieber Herr Kreuzer, lieber Herr Prenzl, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier eingeladen worden bin, um Ihnen ein bisschen was zu erzählen. Eigentlich könnte ich Ihnen jetzt hier eine ganze Vorlesung präsentieren, auch mit vielen Einzelheiten. Habe ich leider nicht die Zeit. Ich muss das jetzt irgendwie in 10 Minuten alles hinkriegen. Ich werde vieles ansprechen und Sie können mir glauben, zu allem, was ich hier sage, gibt es auch empirische Befunde. Also das ist jetzt nicht einfach mal so aus der Hosentasche gezogen und meine Meinung, sondern es gibt sehr viel fundiertes Wissen zu dieser ganzen Geschichte, über die wir sprechen. Ich möchte zu dieser Thematik, die uns hier heute Abend beschäftigen soll, wie lernen Kinder im digitalen Zeitalter, zu 4 Punkten ein paar Worte sagen. Einmal, wann lernen Kinder am erfolgreichsten, wie lernen Kinder am besten, dieser zweite Punkt, wann lernen Kinder am erfolgreichsten, da geht es um Hänschen und Hans. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, das ist ein großes Fragezeichen, aber ich werde Ihnen gleich was dazu sagen. Es ist nicht ganz falsch, was der Volksmund da sagt. Aber wie lernen Kinder am besten, also förderliche und hinderliche Randbedingungen, da kann ich auch nicht das ganze Spektrum aufreißen, sondern ich kann nur ein paar Sachen ansprechen. Und zum Schluss noch, welche Lehr- und Lerninhalte brauchen wir, damit Kinder ihre Zukunft nachhaltig und erfolgreich gestalten können, auch was Herr Kreuzer schon am Anfang angesprochen hat. Nun, wann lernen Kinder? Kinder und ebenso Erwachsene, auch Sie, die Sie hier jetzt sitzen, lernen immer. Und bereits im Mutterleib geht das los. Das glauben Sie vielleicht nicht oder es ist Ihnen jetzt neu, wenn ich Ihnen das sage, aber auch da könnte ich Ihnen Studien zu zeigen. Kinder schreien in ihrer Muttersprache nach dem ersten Tag. Das heißt, die Phonetik, die Prosodie einer Sprache wird schon in den letzten 2 Schwangerschaftsmonaten erworben von den Kindern. Liegt daran, dass das Gehörsystem dann eben auch schon voll entwickelt ist. Das ist alles gedämpft, aber das wird schon registriert aufgenommen. Wir wissen inzwischen viele andere Aspekte, Immunsystem, Stoffwechselfunktion, wie Kinder nachher, wenn sie geboren worden sind und später sich entwickeln, wie sie auf Stress reagieren. All das wird zum Teil schon im Mutterleib mitbestimmt durch die dortige Umwelt. Wenn die Mutter zum Beispiel sehr viel Stress erlebt, hat das eine Konsequenz auf das Stresserleben nachher des Kindes. Dann natürlich, Umwelteinflüsse spielen eine Riesenrolle. Sie verändern das Nervensystem, sie verändern das, was wir heute Epigenetik nennen, das heißt also, wie die Gene freigeschaltet werden, zu bestimmten, was sie zum Ausdruck bringen können oder nicht zum Ausdruck bringen. Und sie regulieren also die Wirkung genetischer Prädispositionen. Und daraus folgt dann, dass diese individuelle Entwicklung, ob vor der Schule, in der Schule oder später, immer, wie wir sagen, eine Co-Konstruktion aus Anlage und Umwelt ist. Nichts ist vorbestimmt, es gibt Prädispositionen, es gibt natürlich auch irgendwo Einschränkungen aufgrund des genetischen Make-ups, aber da ist immer noch Spielraum, um was zu tun. Also das ist nicht so festgelegt und das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns auch immer wieder vor Augen halten müssen. Es ist weder Grund für Bildungspessimismus, weil alles schon festlegt, es ist aber auch keine richtige Grundlage dafür, nun einen übertriebenen Bildungsoptimismus zu haben. Nicht jeder kann Einstein oder Mozart werden. Jetzt komme ich aber zu diesem Punkt mit, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Wann lernen Kinder in ihrer Entwicklung am erfolgreichsten? Nun, zunächst mal ist festzuhalten, dass die Neuroplastizität und die Lernfähigkeit über die Lebensspanne abnimmt. Kinder lernen zunächst mal vieles schneller und sie lernen besser als Erwachsene und das nimmt mit der Zeit auch ein bisschen ab. Aber was noch viel wichtiger ist, es gibt sensible und kritische Phasen in der Entwicklung. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, die lernen wir zu bestimmten Zeitpunkten besonders effektiv. Und das uns sicherlich allen geläufigste Beispiel ist die Sprache. Wir lernen eine Muttersprache eben nur oder die Kompetenz in einer Sprache, so wie in unserer Muttersprache, bis zum Ende des 6. Lebensjahres. Was danach kommt, natürlich lernen wir noch Sprachen, wir können auch im Alter noch Sprachen lernen.
kann, aber wir lernen sie anders, wir nutzen andere Bereiche des Gehirns dazu und wir erreichen nie die Kompetenz, selbst wenn wir 30 Jahre in einem anderen Land waren, die Kompetenz, die wir in unserer Muttersprache haben. Das heißt, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwelche Fenster auch verpasst. Das sind diese sensiblen und kritischen Phasen, das fängt früh an und das hängt mit bestimmten Entwicklungen von Hirnstrukturen zusammen. Das ist hier eine ganz schematische Zusammenfassung, dass wir wissen inzwischen, dass bestimmte Areale des Gehirns, also sensomotorischer Kortex, parietaler, temporaler Assoziationskortex, präfrontaler Kortex, ihre Entwicklungstrajektorien zu unterschiedlichen Zeiten haben. Manches kommt später, anderes kommt früher. Und das hängt mit vielen physiologischen Faktoren zusammen. Also, dass Nerven sprossen, dass andere Verbindungen wieder absterben und dergleichen. Myelinisierung ist ein wichtiger Punkt, also die Isolierung der Nervenfasern, dass dann die Transmission schneller läuft. Und diese ganzen Faktoren, Sie sehen hier, das geht also bis zum Beginn der Pubertät, diese Entwicklungstrajektorien, die hängen natürlich mit bestimmten Funktionen zusammen. Also diese Reifungsgipfel in unterschiedlichen Hirnregionen markieren diese sensiblen und kritischen Phasen. Und das hängt dann eben mit sowas zusammen, dass Empfindung, Wahrnehmung, Bewegung, das ist am frühesten ausgebildet, dann Sprache, Gedächtnis, Kognition kommt ein bisschen später, dass da überhaupt was richtig gelernt werden kann. Und exekutive Funktionen, Selbstkontrolle, Impulskontrolle, also das, was alles mit unseren Frontalhirnfunktionen zusammenhängt, das kommt ganz spät, also erst so im Laufe der späteren Kindheit. Nun, was sind die förderlichen Randbedingungen für den Wissenserwerb? Eins ist ganz wichtig, Neugier. Sie können alles killen bei Kindern, indem sie die Neugier, wenn sie die Neugier nicht fördern. Und das ist eigentlich positiv, weil die sind neugierig, die wollen lernen. Unser Gehirn ist letztlich eine Lernmaschine. Wir wollen explorieren und als Kinder tun wir das und als Erwachsene tun wir das eigentlich auch. Förderliche Randbedingungen, da kommen wir vielleicht ein bisschen zur Digitalisierung. Menschen als Lehrer sind wirksamer als technische Geräte. Es gibt Untersuchungen dazu, Sprachtraining, man hat zum Beispiel amerikanische Kinder ihnen im Kindergarten Mandarin beigebracht oder versucht beizubringen. Und das hat man auf verschiedene Weise versucht. Die einen Kinder haben immer, die wurden vor den Fernsehapparat gesetzt, konnten da immer jemanden blabbern sehen. Die anderen Kinder haben es nur gehört und die letzte Gruppe, die hat einen chinesischen Menschen vor sich gehabt und hat ihnen das versucht beizubringen. Was dabei rauskommt, ist schlagend. Das heißt, eigentlich nur die Vorschulkinder, die mit dem Lehrer gearbeitet haben, haben da auch wirklich was mitgenommen. Die anderen, die Erklärung ist relativ simpel, es ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter, aber eine Erklärung ist die Aufmerksamkeit, die durch eine Interaktion mit Menschen hergestellt wird. Der gemeinsame Fokus auf bestimmte Objekte zum Beispiel, das gelingt nicht mit dem TV. Wenn der das präsentiert. Vielleicht mit einem Roboter, aber so weit sind wir da noch nicht. Dann gibt es natürlich eins, positive Konsequenzen und realistische Rückmeldungen sind besser als Bestrafung und unrealistische Lobhudelei, habe ich das hier mal so genannt. Also wir wissen aus der Lernpsychologie zum Beispiel, dass Organismen nachhaltiger sich etwas merken und lernen, wenn sie immer noch wieder die Hoffnung haben, da gibt es eine Belohnung. Sie modifizieren ihr Verhalten auch, wenn es Bestrafung gibt. Aber wenn sie irgendwie rauskriegen, dass die Bestrafung wegfällt, dann lassen sie es auch wieder sein. Das heißt also, die nachhaltige Wirkung ist mit positiven Konsequenzen natürlich besser. Aber ich habe da jetzt noch was dazu geschrieben, nämlich unrealistische Lobhudelei. Realistisches Feedback ist auch wichtig. Kinder müssen erfahren, wo sie stehen in der Gruppe. Und wenn ich dann so lese, dass irgendwie 25% unserer Abiturienten mit 1, irgendwas abschließen, dann habe ich da als Psychologe gewisse Probleme, denn ich weiß, Begabungen, Kompetenzen sind eigentlich normal verteilt. Die häufigste Nummer müsste befriedigend sein. Wir haben das im Moment, glaube ich, ein bisschen übertrieben in der Richtung. Müsste man mal drüber diskutieren und nachdenken.
Förderliche Randbedingungen für den Wissenserwerb. Handeln, aktives Erfahren ist wirksamer als passives Erfahren. Und jetzt bin ich sogar im Konflikt. Ich zeige Ihnen jetzt hier dieses PowerPoint und eigentlich sollte man das sein lassen. Ich sollte sprechen und Sie sollten sich handschriftliche Notizen machen. Denn es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, da hat man also amerikanische College-Studenten untersucht, die einen haben eingetippt und die anderen haben sich handschriftliche Notizen gemacht. Und jetzt können Sie nicht sagen, die waren nicht so fluent mit ihrem Eintippen. Es kommt dabei raus, dass nachher das Konzeptuelle und das Faktenwissen von denen, die sich handschriftliche Notizen gemacht haben, besser war als die, die getippt haben. Und ich habe jetzt hier so hingeschrieben, Denken ist besser als Download und Studieren geht über Kopieren, das haben wir schon früher gelernt. Oder eben auch Probleme lösen ist wichtiger als PowerPoint anschauen. Unsere Studenten wollen ja heute alle immer die PowerPoints dann auf dem Server haben und eigentlich ist das ungesund, was das Lernen anbelangt. Aber man kann sich da nicht ganz verschließen. Im Grunde sind es alte Weisheiten. Ich habe hier hingeschrieben, rekonstruieren ist besser als rezipieren. Und das ist vor 40 Jahren in der Kognitionspsychologie, gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die das zeigen. Eine Methode hier in Kürzel, PQ4R, Preview, Questions und what is the 4Rs? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Review, Recite, Reconstruct und so weiter. Das ist das Wichtige. Wir müssen was machen mit dem Stoff, den wir lernen und nicht einfach das angucken und dann werden wir bedient. Computer in der Schule. Ich habe ein bisschen rumgeguckt. Das ist jetzt nicht mein Kerngebiet, in dem ich mich auskenne. Ich habe so ein bisschen in der Literatur gesucht und bin auf ein paar interessante Untersuchungen gekommen. Und hier ist eine, man hat in Katalonien flächendeckend Computer eingeführt und die Zusammenfassung hier unten. The empirical results consistently indicate that this program had a negative impact on student performance in Catalan, Spanish, English and Mathematics. Test scores fell 0.20, 0.22 standardized points, which represents 3.8 to 6% of the average test score. This negative effect was stronger among boys than it was among girls, differences ranging from 10 to 42%. Woran liegt denn das? Es ist eigentlich ganz simpel. Natürlich machen die mit den Laptops was anderes. Die surfen im Internet und dann sind sie weg. Dann haben sie sie nicht mehr als Lehrer. Und das ist jetzt nicht ein Einzelergebnis, sondern hier hat man in den USA mit Studenten was Ähnliches gemacht. Man hat verglichen, Studenten, die eben ihr Laptop mit in der Vorlesung hatten und die, die den nicht mit hatten. Und was rauskommt ist, our results showed that non-academic internet use, das hat man messen können sogar, was common among students who brought laptops to class and was inversely related to class performance. This relationship was upheld after we accounted for motivation, interest and intelligence and so forth. So, es ist nicht unbedingt die Technik, die uns jetzt nun gleich wahnsinnig viel weiterhilft. Noch ein paar Punkte. Hinderliche Randbedingungen haben wir natürlich auch. Hohe Belastungen und es gibt eine Reihe von Untersuchungen in den letzten Jahren insbesondere publiziert, die zeigen, dass die Belastungen, die in Familien vorliegen mit geringem sozioökonomischen Status, lange Wege der Commuting und finanzielle Probleme und so weiter, dass das natürlich eine Konsequenz hat. Und zwar auf die Kinder, bis hin hat man das verfolgt zu epigenetischen Veränderungen. Die Ursache-Wirkungsbeziehungen sind dann natürlich schwierig. Es handelt sich dabei um Korrelationen. Aber wir können das nicht jetzt aufgrund dessen, was da publiziert worden ist, vollkommen ausschließen, dass nicht doch eben diese Belastung, dieser Stress dazu führt, dass dann solche Veränderungen eintreten. Und wenn man, es gibt eine interessante Studie, fällt mir jetzt gerade ein, wo man dann rückwirkend geguckt hat, wenn man wenn sich die finanzielle Situation der Familie verändert hat. Und das kann man feststellen, dann haben sich auch eben deren Leistungen in der Schule verändert. Ein weiterer Punkt, ganz wichtig, ausreichender Schlaf.
Wir wissen inzwischen, dass Schlaf ganz wichtig ist für die Gedächtnisbildung. Und ein Kollege, der war früher in Lübeck, Jan Born, hat dazu sehr interessante Forschungsergebnisse vorgelegt. Er ist jetzt in Tübingen. Und Schlafdefizit, das wissen wir, das führt auch zu Konzentrations- und Aufmerksamkeitsdefiziten, aber es führt auch dazu, dass Gedächtnisinhalte, die wir zunächst mal transient speichern, vorübergehend im Hippocampus, die dann im Schlaf überführt werden in dauerhafte Gedächtnisspuren, dass das nicht so gut funktioniert, wenn Schlafdefizite vorliegen. Und wenn Sie sich angucken, die Statistiken, dann sehen Sie, dass die durchschnittliche Schlafdauer unter der Woche in Stunden, das ist hier, die sind diese blauen Balken, das war eine DRK-Studie, da hat man das erhoben. Sie sehen, das schwankt dann so von der 5. Klassenstufe bis zur 10. zwischen 9 und 7 Stunden. Und wenn Sie sich auf der anderen Seite angucken, was physiologisch eigentlich erforderlich ist, dann haben Sie eigentlich immer so fast ein Defizit von einer Stunde. Das kann also irgendwie auch nicht ganz so gut sein. So, dann noch ein paar Worte, welche Lehr- und Lerninhalte brauchen wir? Also was bestimmt den Lebenserfolg des Individuums und den Erfolg einer Gesellschaft? Das ist doch eigentlich das, warum wir das Ganze machen. Und wenn man sich Langzeitstudien anguckt, also wo man Kinder in der frühesten Kindheit und dann immer wieder getestet hat und geguckt hat, was ist dann eigentlich aus ihnen geworden, also Lebenserfolg sowie finanzieller Status, Gesundheit und all solche Indikatoren, dann findet man Korrelationen, die sind natürlich nicht eins, das sind immer statistische Zusammenhänge, aber sie sind systematisch und sie zeigen, dass zwei Variablen eine ganz große Rolle spielen. Das eine ist allgemeine Problemlösefähigkeit, manche Leute nennen das einfach Intelligenz, allgemeine Intelligenz. Also induktives, deduktives Denken, Arbeitsgedächtnis sind diese Variablen, die man da drin zusammenfasst. Und Selbstkontrolle, Impulskontrolle, Kontrolle von Emotionen, vorausschauendes Denken, möchte man sagen, Bevorzugung langfristiger Ziele. Sie haben vielleicht alle mal von diesem Marshmallow-Test gehört, nehme ich heute ein oder nächste Woche zwei. Und wenn man da schaut, es gibt eine neuseeländische Studie, die jetzt über 40 Jahre oder 50 Jahre da gelaufen ist, die Kinder, die da eine höhere Selbstkontrolle hatten, sind dann auch im Leben später erfolgreicher. Das heißt, das muss man irgendwie versuchen zu trainieren. Und natürlich brauchen wir im digitalen Zeitalter auch Kompetenz im Umgang mit Rechnern, das ist vollkommen richtig. Nur eben, wie ich Ihnen vorhin an diesen beiden Beispielen gesagt habe, der Rechner alleine, den wir da hinstellen, der hilft uns noch nicht so furchtbar viel weiter. Was wir brauchen auch, ist, dass Kinder lernen, verantwortungsvoll und kritisch recherchieren, problematische Quellen erkennen und Informationen erkennen, die irgendwo in so einer Blase hängen. Das müssen wir ihnen beibringen. Das lernen die nicht von alleine. Alleine bewegt man sich in deiner Filterblase. Gucken Sie sich die Diskussion zur Impfmüdigkeit an. Das ist hochinteressant. Es gibt Kollegen von mir, die dazu gearbeitet haben, wie man da eigentlich oder wie die Betreffenden dann immer im Kreis laufen. Numerische Kompetenzen müssen gestärkt werden. Wir haben ständig mit Wahrscheinlichkeiten, mit Grafiken, mit Algorithmen zu tun. Und mein Kollege Gerd Gigerenzer aus Berlin sagt immer, unsere Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus numerischen Analphabeten. Wir können zwar alle rechnen, aber fragen Sie Leute, fragen Sie Ärzte, ob sie bestimmte Wahrscheinlichkeiten korrekt interpretieren können. Und Sie werden sich wundern, das ist eigentlich nicht sehr weit verbreitet. Natürlich müssen wir auch verbale Kompetenzen stärken, aber eben, wie ich schon sagte, Zusammenfassung schreiben ist besser als Copy und Paste. Und wir müssen dabei trainieren, dass die Schlüsselpunkte erfasst werden. So viel dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Rösler, für diesen Favorit einmal durch die Wissenschaft. Ja, und in der Tat, es gibt für alles noch Studien. Ich glaube, Sie könnten einen Kanon an Vorlesungen halten. Herr Professor Prenzel, wir haben gerade gehört, PCs sind nicht unbedingt immer hilfreich. Trotzdem werden sie natürlich eingesetzt und im Übrigen soll man in der Schule nicht für die Schule lernen, sondern fürs Leben. Was bedeutet das und wie kann schulisches Lernen dann gelingen nach all dem, was wir jetzt gehört haben? Das scheint ja kompliziert zu sein.
Natürlich ist es kompliziert, Frau Große. Sehr geehrte Frau Ministerin, lieber Herr Kreuzer, lieber Herr Rösler, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier in Kiel sein darf. Es ist immer eine große Freude. Und auch zu sehen, wie schön sich alles entwickelt. Die CAU, fantastisch. Das IPN entwickelt sich super weiter. Die Zusammenarbeit mit den Schulen, auch die Schulen entwickeln sich weiter, auch wenn ich die Trends nicht kenne. Aber da ist eigentlich richtig was passiert. Insofern ist es immer schön, das hier zu sehen. Ich bin ja gebeten worden, etwas dazu zu sagen, wie schulisches Lernen gelingen kann. Ich kann mir aber nicht verkneifen, zwei oder drei Bemerkungen vorweg zu machen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Wenn wir jetzt nicht aus Geschlechter, sondern aus anderen Gründen mal über Gretel und Greta sprechen, dann könnte man vielleicht auch fragen, was heißt es denn eigentlich, wenn wir heute Gretas anschauen und in welcher Phase ihrer Entwicklung sind die eigentlich und was machen die? Also diese Perspektive könnten wir vielleicht auch nachher noch ein bisschen drehen. Ein anderer Punkt, auf den ich kurz eingehen wollte, auch ein bisschen als Ouvertüre, zu einigen Fragen kann die Bildungsforschung relativ gut Antwort geben. Zentralabitur, da spricht wirklich sehr viel dafür. Die Frage mit den Taschenrechnern, das hat sich ein bisschen erledigt, aber auch da war immer der Punkt, wie werden sie richtig eingesetzt? Nicht andauernd und nur, sondern für welche Funktionen kann man Taschenrechner einsetzen? Klassengröße war auch immer ein schönes Thema. Reduktion der Klassengröße um ein, zwei Schülerinnen und Schüler bringt gar nichts. Problem ist, häufig wird auch in kleineren Klassen so unterrichtet wie in großen. Also Änderung, wenn man will, des Unterrichtsstils je nach Klassengröße. Auch bei G8 und G9 gab es auch so eine Befundlage zu sagen, ja eigentlich haben wir bei G8 keine großen Nachteile gesehen. Es gab eine politische Diskussion, es gab Unmut, es gab irgendwas. Aber die Behauptungen, dass die Schülerinnen und Schüler gestresst gewesen wären, das war keineswegs der Fall. Zumindest hat es die Empirie nicht gesagt. Das Problem von G8, G9 war eben eher, immer wieder zu verändern. Das ist ein Problem, das unser Bildungssystem immer wieder in Schwierigkeiten bringt, wenn mal eine Zeit lang etwas gemacht wird und dann wird es wieder relativiert und dann fangen wir wieder mit neuen Punkten an. Das vielleicht als kleiner Vorspann. Ich wollte, aber bevor ich auf das Gelingen eingehen will, noch ein bisschen was zu Kriterien sagen. Woran machen wir denn das Gelingen fest? Natürlich die Schule erfolgreich passieren, ja, gute Noten haben, erfolgreich im Leben sein. Aber es geht eigentlich doch um sehr viel mehr. Man kann es, glaube ich, auch ein bisschen präzisieren. Und die Bildungsforschung in den letzten Jahren, habe ich den Eindruck, versucht auch, sich immer mehr zu stellen, dass wir über mehrdimensionale Ziele sprechen. Nicht nur kognitive Leistungen. Die sind wichtig, da hat sich auch viel verändert. Heute, es geht mehr ums Verstehen. Das hat Herr Rösler gerade auch schon anklingen lassen. Das Anwenden können, um das Probleme lösen. Es geht auch um die Grundbildung. Es geht auch um solche Dinge wie Texte lesen. Wenn wir die großen Mengen auch an digitalen Produkten, die Sie, Frau Grosse, genannt haben, anschauen, alles Texte. Tweets, Blogs, alles Texte. Da ist die Frage, wie gehen wir mit Texten um? Kognitive Ziele, was Sie, Frau Ministerin, auch schon angesprochen haben, waren motivationale Ziele. Interessiert sein, die Neugier hat Herr Rösler angesprochen. Aber da ist ja auch die interessante Frage, wie schafft man es, dass man eine gewisse Grundinteressiertheit über die Schule aufrechterhält und wie klärt man seine Interessen im Verlauf der Schulzeit? Was ist mein Lebensthema? Was ist das, was ich studieren oder was ich als Beruf ergreifen will? Auch da hat die Schule eine ganz wichtige Funktion. Ein realistisches Selbstkonzept zu entwickeln. Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Selbststeuerung zu erfahren, wie reguliere ich meine Anstrengungen unter Schwierigkeiten. Soziale Aspekte, ganz, ganz wichtig, Perspektivenübernahme, Empathie, Kooperation, bestimmte Skills, kommunizieren lernen, Wertorientierungen sind nach wie vor ein großes Thema, Verantwortung übernehmen, Menschenrechte in gewisser Weise aufgreifen. Aber eben auch kommen heute aus meiner Sicht neue Dinge dazu oder werden ein bisschen stärker bei Herrn Rüssler klang es schon ein bisschen an, mit Ungewissheit umgehen, halte ich heute für eine ganz, ganz große Herausforderung, das in der Schule bereits zu lernen, mit Frustrationen umzugehen, frustrationstolerant zu sein, mit Ambiguität umzugehen, aber vielleicht auch mit Unverschämtheit oder mit bestimmten Anmaßungen im sozialen Leben. Und das andere, was man noch sagen könnte, digitale Souveränität. Wie gehen wir heute um? Also, die sind ja da. Die digitale Welt ist ja da, da kann die Schule sich nicht vorbeidrücken. Sie muss fähig machen, mit dieser digitalen Welt umzugehen und eben die Souveränität bilden. Aber wenn man diesen Zielhorizont anschaut, dann haben wir, fürchte ich, auf der einen Seite häufig das Problem, dass wir eine Verengung haben. Wir reden häufig nur über einen bestimmten Aspekt von Leistung und
wir haben inzwischen in der empirischen Forschung immer wieder versucht, zumindest mal motivationale Punkte mitzunehmen und eben gesehen, es gibt Schülerinnen und Schüler, die sind hochleistungsfähig, aber nicht interessiert. Und wie schafft man das, dass diese Talente für das, was sie eigentlich gut können, sich interessieren? Aber ich glaube, wir müssen das mit dem Auge behalten, dass wir uns nicht alleine von der Frage bestimmen lassen, schaffen wir das, dass wir möglichst gute Leistungen erbringen, sondern dass dieses ganze Ensemble von Zielen, die letztlich in Curricula stehen oder auch in Erziehungs- und Unterrichtsgesetzen, dass wir die berücksichtigen. Und da käme ich jetzt wieder zurück zur Frage wirksamer Unterricht und würde gerne 6 Punkte ansprechen. Ein erster Punkt, Zielklarheit und Kohärenz. Von Anfang an sichtbar machen, klar machen, was das Ziel einer Lerneinheit, einer Stunde, eines längeren Programms ist. Noch zu meiner Kieler Zeit, ein Befund, den ich einfach nicht vergesse, ist bei Videostudien zu sehen, dass Lehrkräfte also im Schnitt 1 Minute damit verbringen, das Problem auf den Tisch zu bringen, die Problemexposition, die man braucht, um ein Thema einzuführen. 1 Minute. Und dann glauben, dass die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung verstanden haben, das zurückbinden können an das, was sie vorher gelernt haben. Also da muss man mehr Zeit reinstecken. Und das andere eben die Kohärenz, also immer wieder darauf zurückkommen. Auch mit den Schülerinnen und Schülern darüber zu sprechen, wie man ein Problem lösen könnte. Das nicht nur vorzugeben. Das ist vielleicht Handwerk, aber auf der anderen Seite ein Handwerk, wenn das nicht gemacht wird, dazu führt, dass eben die Schülerinnen und Schüler nicht so richtig einen kognitiven Rahmen entwickeln, in dem sie das, was sie tun, einordnen können und eben auch die Bedeutung nicht wahrnehmen. Da sind wir schon bei 2 Punkten, Kognition und Motivation. 2. Punkt, Aufgabenstellungen. Damit geht es jetzt nicht nur um die einfachen Matheaufgaben, sondern eigentlich das, was wir im Unterricht machen, ist sehr häufig Aufgaben zu geben, etwas durchzuarbeiten, problemlösend durchzuarbeiten oder auch üben natürlich. Oder sich zu vergewissern, ob etwas stimmt, auch das Transferieren. Also Aufgabenstellungen, die auch möglichst so etwas wie vollständige Handlungen für die Schülerinnen und Schüler sind. Nicht nur Teilaspekte, bei denen sie den Eindruck haben, ich habe hier auch eine bestimmte Handlung vollzogen, bin zu einem bestimmten Ziel gelangt. Hands-on, minds-on, also auch die Aktivität ist in vielen Fächern eine ganz notwendige Voraussetzung, sowohl die praktisch Handelnde, Experimentierende meinetwegen, aber auch gleichzeitig die Minds on. Und auch da sehen wir immer wieder, dass es schon ein Hands-on-Unterricht gibt, der stark mitnimmt, aber der dann für den Lerngewinn nicht sehr viel bringt, wenn eben nicht auch die Köpfe eingeschaltet werden und man am Ende auch wieder eine Summe zieht, einen Strich zieht. Welche Erkenntnis haben wir denn wirklich gewonnen? Was nehmen wir mit? Aufgaben, natürlich, die individuell gegeben werden für Gruppen, für Helfer, ja, man kann tutorielle Aufgaben geben, man kann das Soziale mit Aufgaben verbinden, man kooperative Aufgaben. Es gibt schöne Evidenz, die zeigen, dass man mit kooperativen Aufgaben sowohl die kognitiven wie auch die sozialen Fähigkeiten mitentwickeln kann. Findet leider nicht so oft statt, beziehungsweise das andere, was manchmal fehlt, sind die Skripts, die man dazu braucht, dass die Schülerinnen und Schüler eben auch wissen, wie das dann eben auch erfolgreich geht. Heute digital repräsentierte Aufgaben klangen ja auch schon mehrfach an, also Rechercheaufgaben zum Beispiel oder eben Simulationen und so weiter, auch Übungsprogramme und sonst auch interaktive, also auch Interaktionen über digitale Medien zu nutzen. 3. Punkt, Lernbegleitung und Lernunterstützung. Das Diagnostizieren, wo stehen die Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsgespräch, durch Beobachtung, durch Aufgaben, das ist eine ganz entscheidende Grundvoraussetzung. Das Unterrichtsgespräch muss Schülerinnen und Schüler wenigstens Gelegenheiten geben, dass sie ihr Denken präsentieren. Und das ist leider häufig nicht der Fall. Viele Fragen im Unterricht können mit Ja, Nein beantwortet werden. Das sehe ich nicht, erfahre ich nicht, wo jemand steht. Ich muss jemand Zeit geben, dass er oder sie sich entwickeln kann. Lernunterstützung heißt eben auch Coachen, kann heißen, gerüstet zu geben, damit Schüler und Schüler Probleme lösen können, die sie sonst alleine nicht lösen könnten. Auch wieder viel, viel Handwerkszeug eigentlich dabei. Rückmeldung und Bewertung. Herr Rösler hat es schon anklingen lassen, Feedback. Häufig informierend, gelegentlich lobend. Die entscheidende Frage ist, an welchen Bezugsnormen mache ich das fest? An der individuellen Bezugsnorm, also wie entwickelt sich eine Person weiter, sozial vergleichend, kriteriumsorientiert, möglichst an allen dreien, die sind wichtig, aber häufig nutzen wir nur die sozial vergleichende Bezugsnorm und leider nicht die anderen mit. Zutrauen und Zumuten.
Also auch da sozusagen den aktiven Weg zu gehen, um zu sagen, das kannst du und ich mute dir zu, dass du dich auf diesen Weg begibst. Ein interessantes Thema ist sicherlich die Fehlerkultur. Sowas wie bewertungsfreie Zeit im Unterricht zu schaffen. Wir dürfen denken, wir dürfen reden, wir dürfen ausprobieren. Und es wird nicht bewertet, es geht nicht in meine mündliche Beurteilung ein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und auf der anderen Seite zu sagen, es gibt leistungsorientierte Situationen und da geht es darum, dass ich möglichst keine Fehler mache. Aber solche Bereiche rauszunehmen, das muss man eigentlich systematisch machen. Findet leider selten statt, weil zum Teil eben auch Prüfungen eben auch als Disziplinierungsinstrument verwendet werden und man die Prüfungsmacht in gewisser Weise fürchtet zu verlieren. Aber auch bei den Prüfungen, Prüfungsanforderungen transparent zu machen, eben nicht andere Kriterien mit reinkommen zu lassen, dass empathische Schülerinnen oder Schüler mitkriegen, ja, das wird das nächste Mal in der Klassenarbeit drankommen, sondern das muss klar sein. Das ist fair. Ich muss dafür sorgen, nur so können Prüfungen valide werden. Unterrichtsklima, der fünfte Punkt, soziale Atmosphäre, gegenseitiger Respekt, soziale Eingebundensein, Vertrauen, gegenseitige Verantwortung schaffen, Helfersysteme, Streitschlichter, Einbindung von Eltern, soziale Projekte, Service Learning und so weiter. Gibt es eine ganze Menge an Dingen, von denen wir wissen, das stärkt das Gemeinschaftsgefühl, es stärkt auch den Zusammenhalt in der Klasse, es stärkt auch Verantwortungsgefühl und so weiter. Der letzte Punkt, Evaluation und Qualitätssicherung, das sind wir jetzt aber auf der Ebene, was machen eine Kolleginnen und Kollegen? Die Zusammenarbeit, um über die Klasse oder bezogen auf das Fach uns zu vergewissern, was macht die Kollegin, was mache ich, was kann ich von den Kolleginnen und Kollegen lernen, wo sind die Schwierigkeiten, Vergleichsarbeiten zu nutzen, produktiv zu nutzen, das findet leider auch nicht ausreichend statt. Auch die Bildungsstandards, die wir haben, umzugehen mit Selbstkritik, Fortschrittsmonitoring durch interne Evaluation, schulinterne Fortbildung. Also da sehen wir schon eine ganze Reihe von Dingen, die auch greifen. Natürlich gibt es noch ein paar andere Dinge auf der Schulebene, das will ich jetzt nicht groß vielleicht noch ausführen, aber die Schule zum Lebens- und Lernraum werden zu lassen, eben nicht zu so einer engen Anstalt, sondern eben sagen, da gehe ich hin und dort findet Leben statt. Leben, das vielseitig ist, weil eine Schule Angebote macht, von Musik über Sport über irgendwas, alle möglichen Interessen mit versorgt, weil sie Projekte unternimmt, weil sie auch ein partizipativer Lebensraum ist. Aber vielleicht auch ein digitaler Raum heute. Wie schaut ein guter digitaler Raum aus? Und da fällt mir auch auf, dass wir das noch nicht so richtig verstanden haben, wie Schulen digitale Möglichkeiten, um sie auch zu einem Lernraum zu werden. Für mich ist vielleicht ein bisschen noch die Frage, wenn wir die Forschung anschauen, ja, bei einigen Punkten, glaube ich, kann man ganz gut sagen, was gut funktionieren wird. Die Frage ist nur, wie kriege ich es auf die Straße? Und das ist, glaube ich, auch Ihr Problem. Zum Teil versuchen wir es über Lehrerbildung, oder zum Teil versuchen wir es auch Lehrerinnen und Lehrerfortbildung. Aber die andere Frage, die man, glaube ich, ein bisschen mehr vertiefen muss, wie können Unterstützungen ausschauen und Rahmenbedingungen dazu führen, dass sich tatsächlich Unterricht Stück um Stück weiterentwickelt? Und ich bin mir schon sicher, dass eben die Bildungsstandards und Vergleichsarbeiten schon einen wichtigen Beitrag geleistet haben. Aber das reicht nicht. Wir müssen da noch mehr tun. Aber ich bin da durchaus optimistisch und sehr gespannt, wie wir in unserer Diskussion vielleicht das Thema noch vertiefen. Vielen Dank. Sind die an? Ja. Uff. So, jetzt haben wir aber eine volle Packung bekommen, würde ich sagen. Und ich würde gerne das Letzte gleich einmal aufgreifen. Also wir haben ja wirklich ein Füllhorn an Anregungen von Ihnen bekommen und ich frage mich, Sie haben es eben schon angesprochen, Herr Professor Prenzel, das geht in die Lehrerausbildung ein. Geht es wirklich in die Lehrerausbildung ein? Also wenn die alle wüssten, was sie uns gesagt haben, warum nehmen die dann nur eine Minute und machen daraus nicht mehr? Herr Rösler weiß die Antwort. Das bezweifle ich, dass ich da die Antwort drauf habe. Also ich glaube, das ist eher was für Herrn Prenzel, weil das geht ja direkt dann um Unterrichtsgestaltung. Da habe ich ja nun nicht viel dazu gesagt. Also da wäre ich jetzt wieder bei dem Punkt, dass wir Drehbücher brauchen. Das muss routinisiert werden. Und wir haben leider ein bisschen das Problem, dass wir eingeschliffene Formen des Unterrichts haben, die zum Teil auch aus der Schule mitgenommen werden.
Was wir, glaube ich, auch an den Universitäten oder in der Lehrerbildung verstärken müssten, ist die Integration dieser verschiedenen Säulen, Fachdidaktik und Bildungswissenschaften. Das ist für viele Studierende getrennt. Die kriegen das nicht richtig zusammen. Aber das ist, glaube ich, der Übergang. Und dafür brauchen wir natürlich auch Praktika und ähnliche Dinge. Zu sehen, was heißt es jetzt in der Physik oder in der Deutschstunde? Was heißt problemlösendes Aufbauen? Was heißt es, eine Problemexposition zu geben? Wie lange? Wo sehe ich gute Beispiele? Ja, da haben wir heute inzwischen auch mehr Möglichkeiten über Clearinghäuser oder eben auch zum Teil Videos, die man sich mit anschauen kann. Aber das ist erstmal auch wieder auf dieser Ebene, man wird ermuntert, etwas anders zu machen, aber es auszuprobieren und Rückmeldung zu bekommen von jemandem, also vielleicht auch ein bisschen Coaching zu haben oder eben zu sagen, auf der Schulebene, wir machen das mal eine ganze Zeit lang. Und wir beziehen auch die Schüler und Schüler ein, weil die brauche ich nämlich auch. Wenn ich jetzt anfange, den Unterricht anders aufzuziehen, die muss ich doch mitnehmen. Also da haben wir, deswegen sind diese Skripts manchmal ganz interessant, weil die Schüler haben auch ein Unterrichtsskript und die erwarten, dass das eben möglichst geradeaus geht. Und jemand, der problemorientiert die Schülerinnen und Schüler mitnehmen will, der ist eine anspruchsvolle Lehrperson. Da kann ich nicht hinten sitzen und träumen. Wir kommen so klar. Cool. Frau Ministerin, wenn Sie das hören, was würden Sie sich wünschen für die Lehrerausbildung, wenn wir einen Moment an diesem Punkt einmal bleiben? Na, zunächst muss man, glaube ich, sich vergegenwärtigen, dass wir in Schleswig-Holstein 28.000 Lehrkräfte haben. Und es gibt schon einige, würde ich sagen, die können das. Es sind auch mehr, als man so annehmen würde. Es gibt andere, die haben vielleicht auch noch zu anderen Zeiten sind zu anderen Zeiten ausgebildet worden. Wir haben ja auch keine verpflichtende Fortbildung. Das ist auch schon so ein Thema. Da kann man, wir Ärzte, ich als Rechtsanwältin, selbst jetzt noch, wo ich Ministerin bin, muss mich selbstverständlich Fortbildung, bestimmte Punkte nachweisen oder Stundenanzahlen nachweisen. Das ist so ein Thema, über das man in Wahrheit mal sehr ernsthaft sprechen muss. Und natürlich sind auch diese Veränderung dieser multidimensionalen Ziele von Schule, die natürlich im Schulgesetz verändert ist, die wir in den kompetenzorientierten Bildungsplänen ja haben, all das, bis das dann am Ende in der letzten Schule, im letzten Unterricht angekommen ist, das dauert natürlich einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, muss man nüchternerweise sagen. Aber vieles hat sich ja verändert. Also das zum Beispiel die Frage, arbeite ich als Lehrer ganz alleine? Oder arbeite ich im Team, bereite ich meinen Unterricht gemeinsam mit Kollegen vor, bespreche ich mich im Jahrgang darüber, wie man miteinander arbeitet. All diese Techniken, wie man miteinander arbeitet, da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Also wir müssen auch immer so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht Schule, wenn wir über Schule sprechen, über die Schule sprechen, die wir selber noch erlebt haben, weil das ist nicht mehr die Schule von heute. Das, also die These würde ich jetzt ausstellen. Und trotzdem gibt es natürlich Lehrkräfte bei uns auch heute noch, die machen Unterricht, ja, da würde ich da mal so sagen, das ist nicht optimal, was die tun. Also insofern muss man, glaube ich, da sehr differenziert drauf gucken. Und tatsächlich glaube ich, dass wir in der Lehrerausbildung und in der Fortbildung auch überlegen müssen, wie kommen wir zu Methoden, in denen ich das auch praktisch erlernen kann, solche Unterrichtssettings praktisch erlernen kann. Auch das haben wir uns in Israel zum Beispiel angeguckt. Auch da kann man natürlich immer durch Digitalisierung ganz viel machen, indem man auch Unterrichtsgeschehen aufnimmt, diskutiert und so weiter. Also da gibt es schon Methoden, aber ich glaube, der Schlüssel liegt natürlich in der Lehrerausbildung, in der Lehrerfortbildung. Das steht völlig außer Frage. Also vor ungefähr 20 Jahren gab es eine gemischte Kommission zur Lehrerinnenbildung, also KMK und Wissenschaft. Und ein Punkt in dieser gemischten Kommission war der geregelte Ausstieg aus dem Lehrberuf. Und die These im Hintergrund war, die auch von vielen Kollegen aus den Ministerien bestätigt wurde, war, mindestens 10% der Lehrkräfte sind eigentlich nicht unterrichtsfähig. Und die Frage war, wie kriegen wir die raus aus den Klassenzimmern? Und das will ich nur als Beispiel nennen. Und da sehe ich bis jetzt keine Anstrengungen. In manchen Berufen ist es kein großes Problem. Wenn Sie Ärzte nehmen, dann kann jemand, der nicht mit Patienten umgehen kann, kann Labormedizin machen. Wenn jemand nicht mit Jugendlichen oder mit Kindern umgehen kann, haben wir keine Nischen. Aber ich glaube, wir haben da zum Beispiel ein Problem, dass innerhalb von Schulen dann eben auch solche Situationen entstehen und je nach Mischung und je nach Anteil
ist das etwas, was Schulentwicklung ganz stark behindert. Und das ist für mich auch immer so ein Thema gewesen, wo ich sage, wir reden über Klassengrößen, wenn wir Geld ins Bildungssystem stecken, warum nicht, um solche Fragen anzugehen und sagen, was können wir tun, dass zum Beispiel eben solche Kolleginnen und Kollegen eine andere Aufgabe bekommen, die nicht heißt, mit Schülern und Schülern umzugehen. Also da ist für mich ein bisschen die Frage, ob wir genug Fantasie bis oder vielleicht auch Mut haben, um an bestimmten Stellen dann zu sagen, was könnten wir tun, um das System noch weiter zu entwickeln. Auch ich sehe das wie Sie, klar, mehr Kooperation, aber Schulen, die echt gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, wir kriegen da das wunderbar gebacken, die finden wir leider auch nicht so häufig. Nein, ja, nehmen Sie mal eine finnische Schule, die geht da anders um. Die hat auch eine andere Idee von Schule. Nicht jeder erfindet seinen Unterricht, sondern wir haben gemeinsam eine Idee, wie wir in der 9. Klasse das und das unterrichten. Und an der arbeiten wir. Da sind wir in Deutschland weit davon entfernt. Ich will das jetzt nicht einfach drüber stülpen. Nur habe ich manchmal den Eindruck, dass wir vielleicht auch noch mehr tun könnten, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die dazu beitragen, dass Dinge, die gut sind, auch umgesetzt werden. Erstens sehe ich hier ganz viel Zustimmung im Raum. Und zweitens hat Herr Professor Rösler das Wort. Ja, ich provoziere mal ein bisschen. Sie haben eben gesagt, die Schule heute ist anders, als wir damals zur Schule gingen. Ja, würde ich glauben, aber wie Menschen lernen, ist nicht anders. Das, was ich vorhin angesprochen habe, man muss trainieren, man muss aber Probleme durchdringen, man muss handeln und so weiter. Das ist vor 40 Jahren so gewesen, das ist jetzt so. Herr Prenzl hat darauf hingewiesen, manches so, was Sie angesprochen haben, ist ein Handwerkszeug. Und Sie haben dann eben gesagt, es gibt also Leute, die offenbar dieses Handwerkszeug nicht erlernen können. Jetzt könnte man natürlich ganz böse sagen, okay, der eine kann es, der andere kann es nicht. Wann wählen wir die Richtigen aus? An welcher Stelle? Beziehungsweise, wie weit können wir noch trainieren? Wie weit kann jemand, der vielleicht nicht so naturbegabt ist, dann noch dieses Handwerkszeug erlernen? Oder, um die Frage gleich weiterzugeben noch, warum gibt es die einphasige Lehrerausbildung nicht mehr? Na, weil wir der Meinung sind, dass die zweiphasige die bedeutend bessere Alternative dazu ist. Also schon aus den Erkenntnissen jetzt heraus oder aus den Anforderungen heraus, die wir jetzt eben besprochen haben. Aber ich würde ganz gerne doch noch mal dieses Thema aufgreifen. Sie haben recht, bestimmte Grunderkenntnisse, wie man lernt, das haben Sie uns ja dargestellt, haben sich hier sicherlich nicht verändert. Aber die Anforderungen an Schulen, die haben sich natürlich schon verändert. Und das, was Schule vermitteln soll, auch das haben wir ja eben gehört, auch das hat sich natürlich schon ganz wesentlich verändert. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Schule nicht auch früher bestimmte soziale Kompetenzen vermittelt hat. Wobei wir da immer mal gucken müssen, wie vielen Menschen, welchen Gruppen wurden welche Kompetenzen vermittelt. Wir haben ja eine wahnsinnig positiv zu bewertende Bildungsexplosion in Deutschland. Das heißt nicht, dass ich es gut finde, dass alle Abitur machen und so weiter. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber dass mehr Menschen mehr Bildung erwerben, das ist insgesamt eine sehr positive Entwicklung. Also deshalb, wir neigen ja auch sehr dazu, unser Schulsystem schlecht zu reden, was ich für falsch halte. Nicht, weil ich sage, es ist alles toll, sondern weil es einfach dem, was an Schulen geleistet wird, nicht gerecht wird. Ich will mal aufgreifen, was Sie gesagt haben. Schulen müssen sich als Ganzes auf den Weg machen. Ja, natürlich müssen sich Schulen als Ganzes auf den Weg machen, aber es machen sich ja auch sehr viele Schulen gemeinsam auf den Weg. Und die Fortbildung für ganze Schulen, Fortbildungen, die in Schule stattfinden, die Erkenntnis, dass die Schulleitung eine ganz entscheidende Stellschraube für gelingende Schule ist, also das Management einer Schule von großer Bedeutung ist. Ich sage jetzt nicht, dass wir das nicht noch besser machen müssten. Ja, auch da gibt es wirklich durchaus Dinge, die wir weiterentwickeln müssen, was bei der Personalentwicklung. Aber trotzdem, diese Dinge, die tun wir ja schon. Oder wenn wir jetzt sagen, wir haben ja in Schleswig-Holstein, machen wir jetzt ein Perspektivschulprogramm, Schulen sozial indiziert weiterzuentwickeln. Da sagen wir heute, natürlich, die kriegen nicht einfach nur mehr Geld, sondern wir sagen, die müssen sich weiterentwickeln und die müssen sich auch wissenschaftlich begleitet und evaluiert weiterentwickeln und sich gemeinsam auf den Weg machen, sonst kriegen sie kein zusätzliches Geld. Also es gibt schon viele Erkenntnisse auch aus der Bildungsforschung, die wir in der Schullandschaft heute umsetzen. Also insofern, ich würde da einen differenzierten Blick begrüßen. Ich
würde gerne eine Lobeshymne auf die Schule loswerden. Das kann ich auch mit tiefer Überzeugung machen. In den letzten 20 Jahren, wenn wir das anschauen, also auch gerade diese PISA-Zeit, das Grundbildungsniveau hat sich deutlich verbessert, Lesekompetenz hat sich verbessert und. Ja, auch die soziale, auch die Bildungsgerechtigkeit hat sich verbessert. Es ist zwar alles langsam, aber es hat sich viel verbessert. Also es geht nicht darum zu sagen, die Schule wäre schlecht und hätte sich nicht, sie entwickelt sich. Für mich ist eher die Frage, wie können wir dazu beitragen, dass wir noch mehr Dynamik entwickeln und vielleicht auch noch ein bisschen uns mehr in die Richtung drehen, dass die Fragen, die jetzt heute neu kommen, die neu anstehen, dass sie noch stärker in den Blickpunkt der Schule kommen. Also insofern glaube ich, es ist eh giftig, wenn man Lehrer und Lehrerinnen-Schelte betreibt. Aber ich will noch mal einen Punkt aufgreifen. Lehrerbildung, erste, zweite Phase. Das Problem, das wir nach wie vor haben, auch wenn viele neue Kooperationen stattgefunden haben, ist Verantwortungsdiffusion. Also die erste Phase fühlt sich in bestimmter Weise verantwortlich, ja, aber hört dann auch auf. Und die zweite Phase sieht es auch. Mein Plädoyer geht in die Richtung, diese Verantwortungsdiffusion aufzugeben und eine gemeinsame Verantwortung. Das wäre ein großer Schritt in... Ich bin wahrscheinlich ein bisschen naiv. Was ist eine Verantwortungsdiffusion? Ja, Verantwortungsdiffusion ist, wenn Sie als Hochschullehrer sich hinstellen und sagen, naja, ich habe ja hier gelehrt und ich habe mir alles Mögliche gelernt und dann gehen die eben in die Schule. Und dann werden Sie in der zweiten Phase von den praktischen Kolleginnen und Kollegen schon irgendwie auf die Spur gebracht. Was dann dazu führt, dass Sie dort in der zweiten Phase sagen, das, was ihr an der Uni gelernt habt, das könnt ihr im Großen und Ganzen eh vergessen, weil wir machen das anders. Und ja, beziehungsweise wir wissen ja, wie es geht. Und dieser Dialog, vielleicht auch Kontroverse, kommt nicht richtig zum Tragen. Ja, wir haben heute viel mehr Zusammenarbeit, ja. Aber da würde ich sagen, das wäre ein Sprung nach vorne, zu sagen, es gibt eine Einrichtung, die Verantwortung trägt. Bei der Medizin ist es wiederum anders. Die Medizin ist da sehr viel stärker, sagen, in der Verantwortung. Und natürlich auch, wenn Sie die Universitätskliniken anschauen, die kriegen mit, was ihre Absolventinnen können. Das kriegen unsere Uniprofessoren nicht mit, wie die im Unterricht dann herangehen. Das kriegt man vielleicht über die eigenen Kinder mit. Aber in der Klinik sieht man, ja, der kann nicht irgendwie das Knie diagnostizieren, obwohl er es eigentlich gelernt hat. Da sehe ich so einen Punkt, wo ich mir denke, das wäre schön, wenn wir da ein bisschen mehr vielleicht auch mutig wären oder probieren würden. Wie können wir sowas stärker verschränken und damit eben auch die gemeinsame Verantwortung von Uni und zweiter Phase für die Lehrerbildung ins Bewusstsein rücken? Würde ich Ihnen unbedingt zustimmen. Wobei wir da in Schleswig-Holstein ja noch ganz gut dran sind, ne? Weil wir ja sehr eng zwischen erster Phase, zweiter Phase, IQSH, Universitäten und Bildungsverwaltung zusammenarbeiten. Und dadurch, dass wir jetzt Bildung und Wissenschaft in einem Ressort haben, natürlich auch nochmal ganz anders arbeiten können. Es gibt ja Bildungsminister, die haben überhaupt, die reden nicht mal mit den Hochschulen, an denen ihre Lehrer ausgebildet werden. Also das ist insofern, da haben wir es noch, würde ich sagen, in Schleswig-Holstein verhältnismäßig gut, nach meiner Einschätzung. Aber würde ich Ihnen unbedingt recht geben, ein wichtiges Thema. Herr Rösler, möchten Sie das kommentieren? Nee, nö, gut. Aber ich würde Sie jetzt fragen wollen, ob Sie Fragen haben oder Kommentare loswerden, weil Sie sind ja auch noch da. Ja. Das Mikro gebe ich nie aus der Hand, das ist meins. Mich interessiert nochmal der erste Satz des heutigen Themas. Da war mir die Antwort von Herrn Professor Rösler nicht ganz klar genug. Gibt es, deshalb meine Nachfrage, gibt es Dinge, die Hans überhaupt nicht mehr lernen kann? Oder sind das Grenzen, denen man sich doch mehr oder weniger nähern kann und vielleicht sogar sie überwinden kann? Das muss man sehr differenziert sehen für verschiedene Funktionen. Zum Beispiel haben wir blind geborene Kinder untersucht oder auch die dann operiert worden sind, also frühkindlicher Katarakt ist ein Begriff, also Linsentrübung, die wird dann operiert. Wenn diese Kinder über ein Jahr funktional blind waren, entwickeln sie bestimmte Sehfunktionen nicht mehr. Und da können sie machen, was sie wollen. Die entwickeln sich nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das geht bis hin zu multisensorischer Integration. Kinder, die zum Beispiel eine Kataraktoperation hatten, relativ spät,
also nicht in den ersten 6 Monaten, sondern relativ spät, haben Nachteile auch im Erwachsenenalter, etwa im Lippenlesen. Die Synchronisation zwischen auditiv und visuell funktioniert dann nicht. Das, was in der Schule kommt, ist natürlich eine andere Spielwiese. Das ist was anderes. Da kann man eigentlich mehr auf den Punkt kommen, den ich auch genannt habe, dass diese Lernfähigkeit natürlich, diese Plastizität des Gehirns graduell abnimmt. Und da gibt es natürlich auch volkswirtschaftliche Überlegungen, auch von Ökonomen, die sagen, das Beste, was ihr machen könnt, ist, investiert in frühkindliche Bildung, weil das wirft die größte Rendite ab. Jein, ich würde sagen, ja, die haben natürlich irgendwo recht, aber sie können natürlich nicht alles im Kindergarten beibringen. Das ist natürlich schon mal von daher Unfug. Aber bestimmte Funktionen, also zum Beispiel Sprachtraining und sowas, das sollte man die Chance nutzen, so früh wie möglich. Ich könnte Ihnen eine ganze Vorlesung dazu halten, was dann auch passiert, wenn man auch Sprachinput zum Beispiel, wenn Kinder taub geboren werden und die Eltern sind aber hörend und sprechend und sie erkennen das nicht früh genug und es gibt keinen Gebärdensprachler. Dann haben diese Kinder, wenn sie erst relativ spät in die Gebärdensprache reinkommen, ihr Leben lang einen Nachteil in der sprachlichen Kompetenz. Das kann man nicht mehr aufholen. Die Erwachsenen, ja natürlich, das merken wir ja jeden Tag, dass es schlechter wird. Nein, natürlich haben wir Einschränkungen mit zunehmendem Lebensalter. Das können wir auch physiologisch zeigen, dass also zum Beispiel im Hippocampus, das ist also eine ganz wichtige Struktur, um Gedächtnisbildung anzustoßen, episodisches Gedächtnis, Ereignisgedächtnis, da werden auch immer noch neue Zellen gebildet, auch im Erwachsenen. Aber diese Fähigkeit des Nervensystems nimmt dann auch ab. Also da haben wir einfach Grenzen. Sorry. Aber wieso geben Sie jetzt nicht die gute Botschaft? Also es ist möglich, auch im höheren Lebensalter was Neues zu lernen. Und es ist sogar gut. Ja, Sie sehen uns ja hier. Also es hilft, schützt auch vor Demenz, habe ich gelernt. Und Bewegung übrigens auch. So. Abgesehen davon aber möchte ich einen Aspekt aufgreifen, jetzt mal in die andere Ende des Bildungssystems, nämlich in die Kitas gehen. Da haben Sie gerade gesagt, Sprachtraining wäre ja wichtig. Und da ist so meine Frage, was gibt die Gesellschaft eigentlich Erzieherinnen und Erziehern mit auf den Weg, damit sie diese hochsensible Phase, denn so habe ich sie verstanden, auch wirklich mitgestalten können. Also es gab, glaube ich, kürzlich irgendwie so Studien, von deren Bedeutsamkeit ich nicht überprüfen konnte, aber wo es heißt, in den Kindergärten werden die Kinder eigentlich immer nur schikaniert und zusammengestaucht. Ja, das sind so Bemerkungen, die dann durch die Medien gehen. Aber auch da ist ja die Frage, wie wird diese Ausbildung von dieser für uns alle eigentlich wichtigsten Zielgruppe eigentlich gestaltet? Was wären Anforderungen daran? Also zunächst mal, glaube ich, kann man diskutieren über die Frage Akademisierung, auch der frühkindlichen Bildung, dass man da mehr Menschen jedenfalls braucht, vor allem was die Leitung der Kitas angeht, die auch akademisch gebildet sind. Aber man darf nicht unterschätzen, dass natürlich Erzieherinnen und Erzieher durchaus eine längere Ausbildung machen. Das ist ja eine Ausbildung, das ist ja eine Zweitausbildung, die an der Fachschule erworben wird. Und da geht also es geht eine Ausbildung als sozialpädagogische Assistenz voraus. Und dann kommt die Erzieherinnenausbildung, das ist eine 5-jährige Ausbildung. Ist also so ganz ohne ist es nicht. Also da tun wir auch immer leicht so, als sei das irgendwie so ein bisschen, ne, nur so ein, das ist so nicht, sondern es ist eine hochqualifizierte Ausbildung. Es ist übrigens auch gar nicht so schlecht bezahlt, wie man immer so denkt, aber es ist auch eine anstrengende Tätigkeit. Und wir haben natürlich das Riesenproblem, dass der Bedarf an Erzieherinnen und Erzieher riesig ist, weil wir zum einen natürlich heute einen großen Bedarf wegen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben, der also weit über die 5 oder 6 Stunden am Tag hinausgeht, inzwischen jedenfalls in den Ballungsräumen. Und wir haben darüber hinaus auch den Bedarf an der Erzieherin etwa im schulischen Bereich, im Bereich der Inklusion, im Bereich der Ganztagsbetreuung, was wir kaum noch wissen, wie wir den Bedarf decken können und vor allem, wie wir die auch in dem Beruf halten. Denn das Problem bei der Erzieherin, bei den Erzieherinnen und Erziehern ist ja nicht, dass wir zu wenig ausbilden, da würde ich sagen, das geht so, sondern dass sie nicht im Beruf bleiben.
denen ist der Beruf, die scheiden halt sehr schnell wieder aus. Und das ist wiederum eine Frage der Arbeitsbedingungen. Aber insgesamt erwischt uns da natürlich das Fachkräfteproblem, übrigens wie bei den Lehrkräften. Ich habe mir vorhin so überlegt, Ihr Vorschlag, lassen Sie uns mal die 10%, die nicht geeignet sind, im Unterricht tätig zu sein, lassen Sie uns die aussortieren im Augenblick, wo wir jede einzelne Lehrkraft persönlich einladen. So ist das, ja, das sind natürlich die Nöte, in denen man jetzt steckt, weil das am Ende nämlich heißt, dass man gar keinen, im bestimmten Bereich gar keinen Unterricht mehr machen kann, weil man keine Lehrkraft hat. Aber ich wollte schon gern noch ein bisschen was jetzt auch zur vorschulischen Bildung sagen. Also ich teile Ihre Auffassung in vieler Hinsicht, das ist eine fünfjährige Ausbildung und das sind auch gute Leute unterwegs. Aber nehmen wir ein Beispiel, das Haus der kleinen Forscher ist so eine richtige Untertunnelungsaktion, weil Erzieherinnen anscheinend nicht richtig qualifiziert wurden, um zum Beispiel mit Kindern im vorschulischen Alter ja, Natur zu explorieren, Experimente zu machen und so weiter. Und in ähnlicher Weise ist das ein bisschen mit dem sprachlichen Bereich auch so. Also deswegen ist aus meiner Sicht auch wieder so eine Frage, müssen wir da nicht auch rangehen? Da gibt es auch Widerstand von Verbänden natürlich und das ist aber wieder Politik. Aber vielleicht, also spricht schon viel dafür, hier auch zu investieren in die Qualität der Ausbildung, auch wieder unter diesem ökonomischen Argument eben sagen, wenn wir die vorschulische Bildung stärken, haben wir einen großen, im Verhältnis großen Ertrag für die Investition. Ja, da würde ich gerne einhaken. Also Sie haben gerade einen Punkt angesprochen, nämlich was macht man denn dann in der vorschulischen Ausbildung? Also ich habe vorhin so auf Sprache abgehoben. Das glaube ich aber ist gar nicht so unbedingt das Allerwichtigste. Die Muttersprache kriegt man eh mit und mittlerweile kriegt man auch noch viel Englisch mit und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht so ganz kritisch. Aber Sie haben einen Punkt vorhin gemacht, naturwissenschaftliche Interesse an Naturwissenschaften und naturwissenschaftliche Bildung. Wenn man sich weltweite Studien anguckt von Hanuschek und Wössmann, Sie kennen die wahrscheinlich, dann hat man nachgeguckt, wie korreliert zum Beispiel schulische Aktivitäten mit der wirtschaftlichen Position einer Gesellschaft. Also ist es die Schulzeit, die die Kinder verbringen oder ist es was anderes? Und was dabei rauskommt, ist, dass naturwissenschaftliches Denken ganz eng mit dem wirtschaftlichen Erfolg von Staaten zusammenhängt. Und jetzt kommen wir dann nämlich dann zu dem kritischen Punkt. Ich habe den Eindruck, auch als Hochschullehrer, ich bin ja in so einem Zwischenfach, aber ich betrachte eigentlich die Psychologie auch als Naturwissenschaft, dass wir da zu wenig Input haben bei unseren Schülern und Schülerinnen. Und das reicht dann nicht, dass man in der Mittelstufe damit anfängt, sondern da muss man Interesse wecken am Experimentieren, am Explorieren in der Kita. Und das finde ich einen guten Weg, um da noch was Input zu geben. Ich würde gerne zu mehreren Aspekten noch etwas sagen. Wenn wir die letzte OECD-Studie vor einigen Wochen, da konnten wir ja sehen, dass wir gar nicht so schlecht sind, was die naturwissenschaftlichen Studiengänge und Studienanfänger und so weiter angeht. Das will ich nur sagen, man muss auch da muss man so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber ja, Sie haben recht und ich bin jetzt mal ganz offen, wenn es nach mir ginge, würden wir die Zeit zwischen 3 und 6 deutlich besser nutzen. Und das ist ja tatsächlich so, da haben wir Studienergebnisse. Da gibt es eigentlich wissenschaftlich gibt's überhaupt keine zwei Wege, dass wir diese Zeit viel besser nutzen könnten. Aber politisch sind wir da in Deutschland ein bisschen schräg drauf. Entschuldigung, wenn ich das mal sage. Auch im Vergleich zu anderen. Ich glaube, Sie ernten hier viel Zustimmung, wenn ich mich umgucke. Im Vergleich zu anderen auch europäischen Ländern. Und das ist tatsächlich etwas, wo wir aber natürlich eine andere Tradition in Deutschland haben. Weil wir, also erstmal haben wir ja ganz lange gesagt, Kita ist eigentlich nur Betreuung. Dieses böse Wort würde ich jetzt nennen. Aber jedenfalls ist es Betreuung und wenn wir das mal, da geht es irgendwie, ja, es geht um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eigentlich so richtig ordentliche Leute brauchen sowas gar nicht. Also ich übertreibe jetzt mal, da sind wir ja nun länger schon drüber hinweg. Aber die Frage, was machen wir eigentlich in der Kita, die ist politisch nach wie vor hoch umstritten. Und das wäre meine feste Überzeugung, das wäre volkswirtschaftlich sozusagen der größte Schatz, den wir heben könnten. Und wir würden so vieles tun, denn der Satz,
den muss man sicherlich differenziert beantworten, aber dass man ganz viel tun kann im Alter zwischen 3 und 6 beim Spracherwerb, in der mathematischen Grundbildung auch und auch in der Frage, wie wecke ich Neugier bei Kindern, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber da bedarf es politisch großer Überzeugungsarbeit. Wir brauchen auch Bildungsstandards natürlich für die Kita. Wir haben in einzelnen Bundesländern haben wir sowas in der Art, aber es gibt ein bisschen was, aber da tun wir uns wahnsinnig schwer mit. Herr Rösler. Herr Rösler macht jetzt einen Vorschlag. Doch, noch was dazu sagen. Wir haben ja mal diese Expertise da von der Leopoldina gemacht zur Sozialisation. Und das war gerade zu dem Zeitpunkt, als es da um das Betreuungsgeld ging. Also wem gibt man eigentlich Geld? Und ich hatte vorhin angesprochen, ganz kurz, dass natürlich prekäre soziale Bedingungen, also geringer sozioökonomischer Status, ein Bildungsnachteil ist. Das ist gar keine Frage. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie die Politik gelaufen ist, da würde ich sagen, so aus wissenschaftlicher Sicht ist das nicht besonders gut. Weil wir zahlen jetzt Geld an, wenn die Kinder zu Hause bleiben. Nicht? Ja, aber das ist so eine Stimmung irgendwo so. Und ich denke, dass wir könnten viele abholen, die jetzt eben in eher benachteiligten Bereichen sind, wenn wir, ich sage das mal so, den Eltern Geld geben, dass sie die Kinder in die Kita schicken. Finde ich einen wunderbaren Vorschlag. Nun muss man sagen, das Betreuungsgeld gibt es ja nicht mehr. Ne? Insofern ist die Diskussion, die ist ja Gott sei Dank vorbei. Ja, ich komme aus der Praxis. Ich habe mich gefreut, dass Sie die Dunedin-Studie aus Neuseeland erwähnt haben. Mit der habe ich mich ziemlich viel befasst in diesem Jahr. Und da ist eines der Ergebnisse, das Sie auch genannt haben, die Selbstkontrolle als eine wichtige Grundkompetenz. Ich bin Grundschullehrerin. Wir verbringen die ersten beiden Schuljahre weniger mit Unterrichtsinhalten zum Teil, als wir möchten, weil wir erst mal dabei sind, die Kinder lernfähig zu machen. Wir bekommen sehr viele Kinder, die impulsiv sind, die vor allem sich selber sehen, die ihre Bedürfnisse sofort befriedigt haben wollen und denen dann Dinge wie Ausdauer, Frustrationstoleranz oder ich probiere es mal, auch wenn ich keine Lust habe, denen das fehlt. Das nimmt uns sehr viel Zeit weg auch. Und nach der Dunedin-Studie aus Neuseeland sind das Kompetenzen, an denen man eigentlich im Zeitfenster zwischen 4 und 6 arbeiten müsste, vermehrt. Herr Rösler, und dann bitte den praktischen Vorschlag, wie wir das tun. Ja, das ist eine große Frage, weil das ist ein sehr komplexes Problem, denn ich würde schon meinen, auch bei dieser Neuseeland-Studie, die Kinder erwerben sehr viel von diesen Kompetenzen eben auch bereits zu Hause in der Familie, Modelllernen etc., was da eine Rolle spielt. Und wenn die in der Grundschule dann landen und sie sich auch darum bemühen, umso lobenswerter. Aber das Fenster ist dann noch nicht zu. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, gerade diese Frontalhirnfunktion, das geht bis zu kurz vor der Pubertät, dass sich da noch was entwickelt. Aber da muss natürlich auch vom Elternhaus mehr kommen. Das ist ganz entscheidend. Und ich habe kein Patentrezept dafür. Ich soll mich einmischen. Also das, was ich mich ein bisschen frage, wir reden jetzt über den vorschulischen Bereich, auch den Grundschulbereich, ist, wie lerne ich sowas wie Selbststeuerungsfähigkeit und Frustrationstoleranz? Kann man das rauslösen? Oder ist es etwas, was eingebunden ist in alle möglichen Aktivitäten? Und das ist aus meiner Sicht das, was eigentlich in den Kindertagesstätten stattfinden müsste oder sollte. Dass es nicht irgendwas Aufgesetztes ist, ich lerne mich jetzt hier, ja, ich lerne mit Frustrationen umzugehen oder Belohnungen rauszuschieben, sondern eingebunden in viele, viele andere Aktivitäten. Also für mich ist eher noch ein bisschen die Frage, haben wir genug Inhalte in unseren Kindertagesstätten? Also Aktivitäten, die thematisch orientiert sind. Da haben wir ein bisschen mit den Naturwissenschaften, aus meiner Sicht könnte man da viel mehr bereits tun, weil wir neigen dazu, auch eher die Fähigkeiten unserer Kinder zu unterschätzen. Also die sind oft entwickelbarer, als wir das glauben. Und durch solche Aktivitäten, glaube ich,
könnte man deutlich mehr erreichen, als jetzt so spezielle Programme zu schnüren. Also wie schauen Abläufe aus, wenn wir gemeinsam in den Wald gehen, wenn wir gemeinsam experimentieren, wenn wir einen Supermarkt besuchen, wenn wir uns mit allen möglichen Situationen herum, aber immer inhaltliche Situationen, in denen Kinder lernen, wie nennt man es, wie bezeichnet man es, wie fühlt sich das an, wie schaut es aus und so weiter. Und dann eben auch konfrontiert werden mit Schwierigkeiten. Also ich würde stark dafür plädieren, also gerade diese Fähigkeiten wie Lernstrategien, Selbstregulation, nicht losgelöst, sondern immer möglichst in die Inhalte, in die inhaltlichen Aktivitäten reinzubinden. Gut, ich fürchte, das wird Ihren Alltag nicht erleichtern konkret jetzt, aber ich bin Ihnen sehr dankbar und wahrscheinlich wir alle hier, dass Sie sich dieser Anstrengung unterziehen, denn natürlich, wenn Sie es nicht tun, wird es hier niemand mehr tun und das Ergebnis von niemand tut, das kennen wir auch. Das ist nicht glücklich für die Kinder und auch nicht für uns alle. So, nun haben wir eigentlich ein Feld überhaupt noch nicht ordentlich bearbeitet, das ist nämlich die Digitalisierung. Herr Kreuzer, können wir noch eine zweite Veranstaltung haben und die noch mal 3 Stunden oder so? Also ich glaube, wir müssen das ganze Thema nochmal bearbeiten unter dem Aspekt, was verändert sich jetzt durch die Digitalisierung. Einen wichtigen Hinweis, finde ich, haben wir heute Abend aber schon bekommen von Ihnen, Herr Rösler, nämlich der PC im Klassenzimmer bringt es jetzt gerade mal nicht, sondern der Mensch ist noch das Wichtigste. Und der Mensch ist das Wichtigste, würde ich auch nochmal unter dem Aspekt wirklich betonen. Sie haben gerade gesagt, es gibt Personalmangel. Ich habe in einigen Sätzen gelesen, an zumindest 2 Quellen, und deshalb glaube ich es schon fast, dass beispielsweise in Berlin gerade in sozialen Brennpunkten Quereinsteiger reinkommen, die ohne jede pädagogische Ausbildung sind. Das verschärft die Situation natürlich naturgemäß nochmal, weil die Schulen sich aussuchen dürfen, wen sie nehmen. Ja, so. Und einige wollen dann keine Quereinsteiger. Kenne ich, glaube ich, auch aus Hamburg. Das ist natürlich unglücklich. Da bin ich, ist aber die Politik wirklich gefordert, denn das kann man politisch regeln. Und das ist keine Frage, ob man das durchgehen lässt, dass man die bestqualifiziertesten Leute dort brauchen, wo die meisten Herausforderungen sind, ist, glaube ich, unabstreitbar. Frau Ministerin. Ich würde gerne, ich kann nur für Schleswig-Holstein sprechen, ich kann es nicht für Berlin sagen, aber für Schleswig-Holstein einmal so zu den Dimensionen. 28.000 Lehrkräfte, habe ich gesagt, wir haben in Schleswig-Holstein seit 2009 überhaupt erst angefangen mit der Frage Querseiten und Direkteinstieg, brauche ich jetzt nicht im Einzelnen zu erklären. Wir haben, Frau Weinriefer, ich habe es jetzt die Zahlen, also unter 300 im ganzen Schulsystem, nur mal in der Dimension 300, die meisten davon an den beruflichen Schulen, die wenigsten an den Grundschulen und an den Gemeinschaftsschulen. Also einfach nur mal um die Dimension. Und das zweite Thema ist mir sehr wichtig. Wir denken überhaupt nur nach über Quer- und Seiteneinsteiger in Fächern, in denen wir nach mehrfacher Ausschreibung keine Lehrkräfte gefunden haben. Und dann bekommen die eine vollwertige Ausbildung in der zweiten Phase. Das heißt, sie haben ein vollwertiges Hochschulstudium, und zwar ein Master. Und dann gehen sie in die Referendarausbildung und erst wenn dann gehen sie in den Schuldienst, unterrichten während dieses Quereinstiegs dann für einige wenige Stunden in der Woche. Das ist also jetzt nicht so, wie manche das glauben, wir gingen auf die Straße und würden es da jemand wegfangen, sondern es sind Kolleginnen und Kollegen, die ein verwandtes Studium haben und dann eben eine volle pädagogische Ausbildung nochmal machen. Und wenn die das dann gemacht haben und fertig sind, dann sind das für uns auch vollwertige Lehrkräfte. Die brauchen besondere Unterstützung, deshalb gibt es auch zusätzliche Entlastungsstunden für die Lehrkräfte an den Schulen, um die zu begleiten. Aber diese Idee, ein Quereinsteiger ist sozusagen jemand, weiß ich nicht, den man sich irgendwo wegfischt und der dann in die Schule geht, das ist jedenfalls, für Schleswig-Holstein kann ich das sagen, ist nicht der Fall. Und es wäre schön, wenn wir in dieser Diskussion das auch ein bisschen auseinanderhalten, weil das wird den Kolleginnen und Kollegen auch nicht gerecht. Also mir scheint es wichtig, dass wir ganz klar machen, dass wir Lehrerinnenbildung über den Durst betreiben. Also was ich in Bayern erlebt habe, waren Ampeln, in denen man gewarnt hat. Orange, Lehramt oder Rot. Und dann kommt niemand. Wir haben relativ viel Erfahrung. Es gibt auch Studien, die ganz gut zeigen, dass Personen, die als Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet sind, wunderbare Karrieren außerhalb der Schule machen können.
Deswegen scheint es mir wichtig zu sein, dass wir die Lehramtsausbildung eben nicht nur als eine Einbahnstraße in die Schule betrachten, sondern eben sagen, wir müssen attraktiv sein, um aufgeweckte Leute, die nicht nur vielleicht eben in die Schule gehen, sondern andere Tätigkeiten aufgreifen. Und das wäre für mich jetzt auch wieder ein Punkt, wo ich sagen will, wir müssen da andere Signale losschicken, dass ein Lehramtsstudium hochattraktiv ist mit einem breiten Spektrum. Und ich glaube, wir könnten auch eine ganze Reihe von eigentlich wunderbaren Fällen zeigen, wo man sieht, Leute, die Lehramt studiert haben, haben in der fantastische Karrieren gemacht, auch außerhalb der Schule und nicht nur aus Not. Also ich finde es eben schwierig, wenn man in die Situation kommt, dass man einfach nicht mehr Nein sagen kann. Man muss dann halt alle nehmen. Und das würde ich gerne versuchen zu vermeiden. Trotzdem würde ich auch da gerne nochmal die Dimension deutlich machen, dass wir in Schleswig-Holstein die Anzahl der Studienanfänger in den lehramtsbezogenen Studiengängen in den letzten Jahren deutlich gesteigert haben. Also wirklich, wir haben heute 1500 mehr Studienanfänger, als wir 2014 haben in den lehramtsbezogenen Studienfächern. Wir haben so viele LIFs, also Referendare, wie noch nie zuvor. Also wir tun da auch viel, aber ich finde die Anregung, also wir tun auch ganz viel in Sachen Marketing und wir werben für den Lehrerberuf ganz anders, als wir es früher getan haben. Das machen wir alles, wobei ich finde auch Ihre Idee zu sagen, man kann damit auch vielleicht ganz andere tolle Sachen machen, finde ich auch gut, aber eins, glaube ich, ist entscheidend. Wir brauchen natürlich auch eine höhere Anerkennung für den Lehrerberuf. Lesen Sie mal die Welt in der letzten vier Wochen, die Artikel, die erscheinen über zum Thema Schule. Da kann man gar nicht hingehen. So einen Beruf kann man doch gar nicht mehr machen. Und zwar nur deshalb, weil es einzelne Beispiele gibt. Und die Beispiele gibt es natürlich. Natürlich gibt es in Berlin irgendwelche ganz furchtbaren Dinge. Ja, es gibt Schulen in sozialen Brennpunkten, da ist kein deutsches Kind mehr in der Klasse. Ob das dann wirklich so schrecklich ist oder ob man damit nur umgehen muss, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber die gibt es. Aber das ist doch nicht der Regelfall der Schule in Deutschland. Also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht selber den Lehrerberuf so kaputt reden, dass am Ende auch keiner mehr Lust hat, es zu machen, zumal die Alternativen ja vielfältig sind. Wir kommen ja in einen Markt jetzt hinein, wo man... Also meine Söhne, über die mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die werden alle einen super Job finden, einfach weil es so wenige von ihnen gibt. Und wenn wir dann noch den Lehrerberuf so kaputt reden, ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Und das, glaube ich, ist eine Aufgabe, der sollten wir uns auch widmen. Ein wunderbares Plädoyer. Sie sprechen natürlich aus der Seele. Im Übrigen war ich mal Lehrerin. Man merkt, man kommt woanders hin damit. In der Schlussrunde würde ich von jedem von Ihnen gerne wissen, was wäre Ihr erster Schritt, Sie haben mir da vorhin ein Stichwort gegeben, Frau Ministerin, um die Bildungsgerechtigkeit voranzutreiben. Was wäre Ihr erster Schritt? Sie können ihn ja der Ministerin mitgeben und sie sagt dann, was sie mitnimmt. Das ist doch eine gute Idee, ne? Also wir haben ja schon eine ganze Menge, an Fortschritten mit der Bildungsgerechtigkeit erzielt. Ich glaube, man muss auch sehen, ganz ehrlich, mit der Expansion des Bildungssystems haben wir ein Stück mehr Bildungsgerechtigkeit erzeugt, aber das wird auch wieder in die andere Richtung gehen. Und wir müssen, glaube ich, Wert darauf legen, dass die Gleichwertigkeit von Karrieren sichtbar wird, dass es eben nicht ein Makel ist, wenn ich ein Handwerk lerne oder eben einen anderen Beruf ergreife. Und da habe ich ein bisschen den Eindruck, dass wir noch einiges nachsteuern müssten, was eben dazu beiträgt, und ich glaube, dass es auch eher die Wirklichkeit beschreibt, dass Menschen ganz, ganz glücklich in ihren Berufen sind, ohne Abitur, das brauche ich nicht zum Glücklichsein. Oder andersherum, die Frage kann man sich auch ein bisschen stellen, da wäre ich wieder bei G8 und G9 schon fast, dass man sagt, wenn man nach G8 mit 18 Jahren sein Abitur hat, kann man auch tollen Ausbildungsberuf machen. Also auch da kommt eine Anerkennung, also die Breite der Möglichkeiten. Also für mich ist dieses Gerechtigkeitsthema auch ganz stark assoziiert mit der Wertigkeit, mit der wir Karrieren gesellschaftlich bewerten. Und da kann man, glaube ich, noch ein bisschen umsteuern, oder müsste man. Ja, würde ich auch so sehen. Also wir haben natürlich ganz klar einen enormen Anstieg von Bildung. Wir haben sehr viel mehr Abiturienten. Aber vielleicht haben wir da auch gerade ein Problem, dass eben nicht akademische Berufe in unserer Gesellschaft auch nicht dieses Ansehen haben. Das finde ich ein Problem, das haben Sie auch gerade benannt.
Wenn es um Bildungsgerechtigkeit oder Bildungschancen, gleiche Bildungschancen geht, was ich mir da wünschen würde, ist Realismus, was ich vorher noch angesprochen habe. Nicht jeder kann Mozart werden, nicht jeder kann Einstein werden. Realismus auf dieser Seite, auf der anderen Seite aber auch, dass da immer eine Möglichkeit besteht, Potenziale zu fördern durch geeignete Fördermechanismen. Und das ist dann so mein Schlusswort, fördern und fordern. Ja, Dankeschön. Ja, würde ich sehr gerne. Ich würde drei Punkte nennen, die wir zum Teil jedenfalls heute auch diskutiert haben. Das ist einmal das Thema frühkindliche Bildung. Da waren wir uns ja, glaube ich, auch einig, dass da große Potenziale liegen, aber dass wir das eben gezielter angehen müssen. Nicht jeder Kindergarten ist ein guter Kindergarten, sondern die Qualität von Kitas und die Frage von Bildungsstandards in den Kitas. Sicherlich auch die Frage von Ausbildung, aber auch die Frage, wie mache ich eigentlich eine gute Sprachförderung in der Kita? Das wären dann schon so Themen, wo wir auch noch, ich weiß, dass es nun gerade im Bereich, da gibt es ganz gute Erkenntnisse inzwischen, da haben wir ja auch große Programme mithilfe der Bundesregierung aufgelegt, um das herauszufinden, das dann bitte aber auch umsetzen in den Kitas und zwar gerne auch bundesweit. Das wäre so, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen, wenn das gelingen würde. Und da müssen wir jetzt ran. Das Zweite, die Bildungsfinanzierung auch abhängig machen von sozialen Kriterien. Wir müssen mehr Geld ausgeben für Kinder, die in Stadtteilen aufwachsen, in denen die Bedingungen schwieriger sind. Sie haben ja was über Rahmenbedingungen gesagt. Da müssen wir investieren. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir Kinder und Jugendliche verlieren. Und das konnten wir uns eigentlich noch nie, kann man sich nie leisten, aber wir können es eben immer weniger, weil das Thema Fachkräftemangel, ich habe es erwähnt, das ist die Wachstumsbremse für ein Land wie Schleswig-Holstein. Und wenn wir nicht wachsen in Schleswig-Holstein, dann haben wir wirklich ein großes Problem, weil wir ohnehin schon wirtschaftsschwach sind. Und das Dritte, Sie haben es angesprochen, Gleichwertigkeit der Karrieren. Ja, Bildungsexpansion grundsätzlich positiv, aber diese Abwertung der dualen Ausbildung ist wirklich idiotisch gewesen. Also ich will das böse Wort vom Akademisierungswahn will ich jetzt nicht benutzen, weil das immer schnell eine sehr polemische Diskussion wird, aber die Gleichwertigkeit von dualer Ausbildung und akademischer Ausbildung wirklich zu leben. Und ich prophezeie Ihnen, das wird kommen, weil wir werden nochmal froh sein, wenn wir überhaupt jemanden finden, der unsere Heizung repariert oder uns das Dach deckt oder so weiter, weil es die Menschen irgendwann auch nicht mehr gibt. Und jetzt rede ich noch nicht mehr über die Frage, wer soll denn eigentlich mal in unserer Gastronomie in Schleswig-Holstein arbeiten. Auch das sind Themen, die uns ja zunehmend bewegen. Und dazu gehört, und deshalb damit verbunden sozusagen auch ein praktischer, nicht nur Vorschlag, sondern setzen wir jetzt gerade in diesem Schuljahr erstmals um, Berufsorientierung muss einen anderen Stellenwert haben, und zwar in allen Schularten, auch am Gymnasium. Das ist so ein bisschen das, was Sie auch angesprochen haben. Also Berufsorientierung gehört verpflichtend in alle Schularten und eben auch ans Gymnasium. Und wenn nicht 40% oder 45% oder in den großen Städten sogar 50% oder 55% eines Jahrgangs habt, die Abitur machen, dann ist es nicht zwangsläufig so, dass die alle an die Hochschulen müssen. Natürlich können die zum Teil zunächst in die oder auch endgültig in duale Ausbildung. Unser Bildungssystem ist so durchlässig wie nie zuvor und dafür müssen wir sehr werben, also auch insofern zustimmen. Ja, herzlichen Dank an Sie drei für Ihre Engagement und für Ihre Beiträge. Herzlichen Dank an Sie für Ihr Kommen. Sie können gerne noch ein bisschen hierbleiben, diskutieren und trinken und ein bisschen essen und schnacken. Und dann wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg und vor allen Dingen ja ausreichend Schlaf. Wir alle haben gehört, Schlaf ist wichtig für unser Gehirn und neben Gehirnjogging, also schlafen Sie gut. Bis dann und bis zum nächsten Mal.